Ein herzliches Willkommen zum digitalen Lehrerkongress von BB Chemie Baden-Württemberg. Ich bin Tobias Pacher, zuständig für die Plattform Dialog Schule Chemie. Wir beginnen die Veranstaltung mit einer Schaltung nach Mannheim zu Martin Haag, dem Vorsitzenden des Verbands der chemischen Industrie in Baden-Württemberg. Im Namen der chemischen Industrie Baden-Württemberg begrüße ich Sie recht herzlich zum 25. Lehrerkongress. Ein Jubiläum und ein Grund zum Feiern. Eigentlich. Zeitgleich ist es der erste digitale Lehrerkongress, den wir organisieren. Eine Premiere in besonderen Zeiten. Sehr gerne wäre ich wieder vor Ort gewesen, um den Austausch zu suchen und um zu lernen. Dieser persönliche Austausch kommt bei einem digitalen Kongress leider zu kurz. Dennoch bietet das neue Format zusätzliche Möglichkeiten. Die Teilnahme ist einfacher, kann spontaner gestaltet werden und vielleicht erreichen wir sogar mehr Interessierte als in den Vorjahren. Für Sie, die Pädagoginnen und Pädagogen an den Schulen, sind die derzeitigen Rahmenbedingungen natürlich besonders schwierig. In kürzester Zeit mussten Sie Ihren Präsenzunterricht auf Fern- bzw. hybriden Unterricht umstellen. Zudem gelten Hygieneregeln, welche die Vermittlung von Wissen erschweren und den Schulalltag komplexer machen. Ich spreche hier aus eigener Erfahrung mit 3 Kindern, die wir das jeden Tag wieder neu vermitteln. Das gemeinsame Lernen ist aufwendiger. Versuche und Experimente, welche gerade in den Naturwissenschaften Wissen leicht vermitteln, sind teilweise unmöglich. Trotzdem haben Sie es gemeinsam geschafft, den Schulbetrieb so gut wie möglich aufrechtzuerhalten. Wie wichtig naturwissenschaftliche und medizinische Erkenntnisse für unsere Gesellschaft sind, wurde uns noch nie so deutlich vor Augen geführt wie in den vergangenen Monaten. Weltweit wird unter Hochdruck an der Entwicklung, Testung und Zulassung von sicheren Impfstoffen und Medikamenten gegen das neuartige Coronavirus gearbeitet. Beteiligt sind Unternehmen, Hochschulen und zahlreiche Forschungseinrichtungen. Ich bin sehr optimistisch, dass wir dank moderner biotechnologischer Verfahren sehr bald die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sicherstellen können. Die Menschheit war noch nie so gut gegen neuartige Krankheitserreger gewappnet wie heute. Und Sie, liebe Lehrerinnen und Lehrer, legen mit Ihrem Unterricht hierzu den Grundstein. Die naturwissenschaftliche Basis ist hier entscheidend. Mit dem digitalen Lehrerkongress wollen wir den Blick nach vorne lenken und Sie mit praktischen Tipps und Ideen für Ihren Unterricht unterstützen. Einfach umzusetzende Experimente für die Schule, Einsatz mobiler Endgeräte im Unterricht, finanzielle Förderung durch den Fonds der chemischen Industrie. Dies sind nur einige Themen, welche Sie in den kommenden knapp 3 Stunden erwarten. Wir haben ein abwechslungsreiches Programm für Sie zusammengestellt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine lehrreiche und spannende Veranstaltung. Bleiben Sie gesund und den Kollegen vom VCI wünsche ich natürlich eine erfolgreiche Veranstaltung und vielen Dank für die Vorbereitung. Damit zurück zu Herrn Pacher. Lieber Herr Haag, vielen Dank für Ihre einleitenden Worte. Auch ich begrüße nochmals alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir senden heute live aus dem Lehrerfortbildungszentrum der Gesellschaft Deutscher Chemiker an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe. Der Institutsleiter Professor Matthias Ducci eröffnet nun die Veranstaltung mit seinen selbstentwickelten und sehr farbenfrohen Experimenten. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ebenfalls ganz herzlich begrüßen, heute live aus der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe. Ganz besonders möchte ich meine Freundinnen und Freunde von der Hacettepe-Universität in Ankara grüßen, sowie die österreichischen Lehrkräfte, die im Verband der Chemielehrkräfte Österreichs organisiert sind. Ich weiß nämlich, dass viele zusehen werden heute. Ja, das heißt, ich muss sagen, hallo, merhaba und servus, selbstverständlich. Meine Damen und Herren, ich möchte meinen Vortrag mit einem kleinen Experiment beginnen und gleich damit eine Frage an Sie verknüpfen. Hierzu habe ich Folgendes vorbereitet. Sie sehen hier unten 2 fluoreszierende Lösungen, und zwar eine unter UV-Licht gelb und eine unter UV-Licht blau fluoreszierende Lösung. Und nun meine Frage, die jeder aufgrund des heutigen Online-Formates natürlich nur für sich selbst beantworten kann. Ist er denn, jemand sitzt neben ihm auf dem Sofa vor dem Computer, dann können Sie ja kurz
diese Frage diskutieren. Die Frage lautet, welche Farbe hat die Fluoreszenz, wenn ich beide Lösungen mische? Antwort gefunden? Gut, dann schauen wir mal, ob sie richtig liegen. Dazu habe ich hier schon vorbereitet eine blau fluoreszierende Lösung aus dem von Ihnen gesehenen linken Fläschchen. Und nun gebe ich etwas von der gelb fluoreszierenden Lösung hinzu. Und ich hoffe, dass Sie schön erkennen können, ja, dass die Lösung nun weiß fluoresziert. Nun, wir haben viele Studierende, aber auch Schülerinnen und Schüler in unseren Lernlaboren befragt, welche Fluoreszenzfarbe sie denn erwarten würden. Und die überwältigende Mehrheit hat darauf getippt, dass man eine grün fluoreszierende Lösung erhalten würde. Hand aufs Herz, meine Damen und Herren, was hätten Sie denn gedacht? Nun, diese fehlerhafte Vermutung ist aus meiner Sicht relativ leicht zu erklären, denn die Studierenden und Schüler haben das Prinzip der subtraktiven Farbmischung auf dieses Experiment anwenden wollen. Das ist auch nicht verwunderlich, denn dieses Prinzip haben sie, wenn auch nicht unter dieser Bezeichnung, fest verinnerlicht, da sie es zum Beispiel vom Mischen der Tuschkastenfarben her kennen. Bei der subtraktiven Farbmischung wird ein Teil des Lichts durch Farbfilter oder eben Pigmente subtrahiert bzw. ausgeblendet oder eben adsorbiert. Ja, das heißt, dieser Teil des Lichts wird vom ursprünglichen Licht subtrahiert, daher auch der Name, und das restliche Licht bildet dann eine Mischfarbe. Das heißt also, eine subtraktive Farbmischung liegt immer dann vor, wenn der Farbeindruck durch nicht selbstleuchtende Körper, wie eben den Tuschkastenfarben beispielsweise, hervorgerufen wird. Schon allein die drei Grundfarben, Cyan, Magenta und Gelb, reichen aus, um alle erdenklichen Farben nach diesem Prinzip zu mischen. Demgegenüber aber handelt es sich bei dem Experiment um eine additive Farbmischung. Eine additive Farbmischung liegt immer dann vor, wenn Licht aus verschiedenen Lichtquellen vermischt wird bzw. überlagert wird. Das heißt also, der Farbeindruck resultiert dann aus den verschiedenen Farben der Lichtquellen bzw. deren Intensität. Die drei Grundfarben der additiven Farbmischung sind Rot, Grün und Blau. Man muss eigentlich sagen Blau-Violett, denn nach internationaler Norm handelt es sich hierbei um monochromatisches Licht der Wellenlängen 700 Nanometer für Rot, 546 Nanometer für Grün und 435 Nanometer für Blau. Und da sind wir eben schon ein bisschen in dem blau-violetten Bereich. Werden diese in geeigneter Helligkeit addiert, das können Sie auch dem Schema entnehmen, dann entsteht der Farbeindruck weiß. Rot und Grün ergeben den Farbeindruck Gelb, Blau und Rot Magenta, sowie Grün und Blau den Farbeindruck Cyan. Und somit ist auch verständlich, warum wir hier bei dem Gemisch eine weiße Fluoreszenzfarbe erhalten. Eine Frage muss ich noch beantworten, nämlich die, was sind das denn hier nun für Lösungen, die ich für das erste kleine Experiment verwendet habe. Das zeigt Ihnen auch die nächste Folie. Ja, bei der gelb fluoreszierenden Lösung handelt es sich um eine ethanolische Eosin-Lösung, bei der blau fluoreszierenden um eine ethanolische Pyranin-Lösung. Die Strukturformeln können Sie der Folie entnehmen. Beide Lösungen habe ich übrigens aus Alltagsprodukten hergestellt. Bei der blau fluoreszierenden Lösung habe ich überraschenderweise einen gelben Textmarker verwendet, und bei der rot fluoreszierenden Lösung, das sehen Sie später noch im Bild, habe ich einfach rote Tinte der Firma Lamy genommen, die eben den Farbstoff Eosin Y enthält. Als Lösungsmittel dient handelsüblicher Brennspiritus. Ja, die folgende Folie zeigt dann nochmal die Emissionsspektren, ja, die ich aufgenommen habe von diesen beiden Lösungen. Und Sie sehen einmal klar im blauen Bereich und einmal, ja, bei Eosin Y etwas im grün-gelben Bereich, aber das betrifft ja nur das Maximum. Nun, meine Damen und Herren, die additive Farbmischung ist von fundamentaler Bedeutung für das Verständnis der uns umgebenden Welt, denn bekanntermaßen ist unser Farbensehen eine additive Farbmischung, beruhend auf den drei Zapfentypen in der Retina. Aber auch die Technik macht sich die additive Farbmischung zunutze, zum Beispiel bei dem auf dem RGB-Raum beruhenden Farbwiedergabeverfahren vieler Computerbildschirme. Die folgende Folie zeigt
eine Makroaufnahme eines Computerbildschirms und ich denke, hier wird es ganz gut verdeutlicht. Ja, die einzelnen Lichtquellen, die Sie dort sehen in der Makroaufnahme, führen zur additiven Farbmischung, da sie nicht einzeln, sondern eben in ihrer Gesamtheit wahrgenommen werden. Auf diesem Trick, wenn ich das so nennen darf, basiert übrigens, und jetzt kommt es zu einem kurzen Exkurs, ich hoffe, Sie gestatten mir das, eine Stilrichtung der Malerei, der sogenannte Pointillismus. Dieser wurde von Georges Seurat, einem französischen Künstler, begründet und hatte seine Blütezeit so in den Jahren 1890 bis 1910. Er gilt übrigens als Fortführung des Impressionismus. Ja, und was ist das Interessante daran? Das Interessante daran ist, dass diese Stilrichtung kein Zufallsprodukt ist, sondern der Herr Seurat studierte in den 1880er Jahren die neuesten Erkenntnissen zur Farbenlehre. Insbesondere beschäftigte er sich mit den Arbeiten zur additiven Farbmischung und zur Farbwahrnehmung von Maxwell, ja, dessen Arbeiten als Weiterentwicklung der trichromatischen Theorie von Thomas Young, also der Theorie des Dreifarbensehens, zu interpretieren sind. Ja, und daraufhin hat Georges Seurat sich überlegt, ein Bild aus einzelnen regelmäßigen Farbtupfern anzufertigen, ja, sodass dann der Betrachter dieses Bildes erst in einer gewissen Entfernung zu einem Gesamteindruck bzw. eben durch additive Farbmischung zu einem Gesamtfarbeindruck kommt. Ja. Ein Bild bin ich Ihnen natürlich in diesem Zusammenhang schuldig, meine Damen und Herren. Hier sehen Sie das richtungsweisende Werk von Georges Seurat mit dem bereits übersetzten Titel »Ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte«. Nun, kehren wir zurück zum naturwissenschaftlichen Unterricht. Aufgrund der beschriebenen Bedeutung ist das Thema additive Farbmischung Bestandteil der Bildungspläne der naturwissenschaftlichen Fächer, eigentlich aller naturwissenschaftlicher Fächer. Naturgemäß wird dieses Thema dann natürlich in unterschiedlichen Kontexten und unterschiedlichen Klassenstufen thematisiert. Im Physikunterricht beispielsweise ist die additive Farbmischung ein Unterthema im Bereich Optik der Klassenstufe 7. In der Biologie ist es Thema in der Sekundarstufe 2 bei der Erklärung des Lichtsinnes, also im Bereich der Neurophysiologie. Und in der Chemie findet man die additive Farbmischung häufig in Kapiteln zum Thema Farbstoffe oder kontextorientiert. Hier sei ein Kontext, ein besonders schöner Kontext erwähnt, der nämlich im Buch Chemie 2000 Plus von Michael Tausch aufgeführt ist. Dieser Kontext lautet vom Blattgrün zum Farbmonitor und da findet die additive Farbmischung ihren Platz. Nun, die aufgeführten Modellexperimente sind in der Regel physikalischer Natur. Ja, beispielsweise versucht man die additive Farbmischung durch die Überlagerung eben von LED-Strahlern, so wie ich das hier nachgestellt habe, zu demonstrieren. Oder Sie kennen vielleicht auch den Farbkreisel. Nun, ausgehend von diesem ersten einfachen Experiment, das ich übrigens zufällig im Labor beobachtet hatte, bei ganz anderen Arbeiten, habe ich die Idee entwickelt, die additive Farbmischung mit Hilfe von fluoreszierenden Lösungen zu demonstrieren. Und dabei sollten die Experimente kostengünstig sein, also möglichst aus Alltagsprodukten hergestellt werden können und am liebsten oder am besten eben auf wässrigen Lösungen basieren, ja, damit das eben auch leicht als Schülerexperiment durchgeführt werden kann. Das heißt also, ich brauche eine rote, eine grüne und eine blau-violett oder blau fluoreszierende Lösung. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, ja, und ich möchte Ihnen mal zeigen, wie ich die grün fluoreszierende Lösung dann gewonnen habe. Und zwar konnte ich hier wieder den gelben Textmarker verwenden, der Pyranin enthält, mit dem ich ja die blaue fluoreszierende Lösung hergestellt habe. Wie funktioniert das Ganze? Nun, ich habe hier einfach eine Folie ausgeschnitten, einen Folienstreifen. Den bemale ich jetzt einfach mit dem Textmarker ein wenig. So. Und dann stelle ich diesen Streifen hier in das Becherglas und spüle den Streifen mit Wasser ab. Ja. Und fertig ist die grün fluoreszierende Lösung. Ich denke, meine Damen und Herren, einfacher geht's nicht.
Ich möchte kurz darauf eingehen, warum diese Lösung jetzt in Wasser grün fluoresziert und anfangs in Ethanol blau. Ja, das sehen Sie auf der folgenden Folie. Und zwar beruht das Ganze auf folgenden Effekt. Ja, hier sehen Sie die Struktur von Pyranin. Auf der linken Seite haben wir die protonierte Form. Ja, Sie sehen das erstmal polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff. Ja, und links unten sehen Sie die OH-Gruppe. Und diese OH-Gruppe, die Hydroxygruppe, kann reversibel deprotoniert werden. Und das hat enorme Auswirkungen auf die Eigenschaften einer solchen Lösung. Während in der protonierten Form die Lösung bei Tageslicht farblos ist, unter UV-Licht aber blau fluoresziert, ist das in wässriger Lösung dann bei der deprotonierten Form ganz anders. Dort ist die wässrige Lösung gelb und fluoresziert, wie Sie es ja auch hier sehen konnten, unter UV-Licht grün. Ja, woran liegt jetzt das, dass das Gleichgewicht einmal so liegt und einmal weiter rechts liegt? Nun, es liegt einfach daran, dass Ethanol natürlich eine viel schwächere Brønsted-Base ist als Wasser, sodass in Ethanol das Gleichgewicht auf der linken Seite liegt und umgekehrt in Wasser dann auf der rechten Seite. Sie ahnen es schon, dass man das Gleichgewicht natürlich auch verschieben kann durch Ansäuern. Das wird später im Vortrag nochmal eine Rolle spielen. So, jetzt haben wir die grün fluoreszierende Lösung. Jetzt fehlt uns noch die blau fluoreszierende Lösung. Und das möchte ich Ihnen auch mal demonstrieren, wie ich diese Lösung gewonnen habe. Dazu konnte ich wieder auf Alltagsprodukte zurückgreifen. Und zwar einmal auf Powerade Wild Cherry und Power Entfärber Intensiv von Heidmann. Ja, bei so viel Power kann gar nichts mehr schiefgehen. Ich möchte das Ganze in zwei kleinen Teilexperimenten demonstrieren. Ich habe hier schon ein Rollranggläschen abgefüllt mit etwas Powerade Wild Cherry Lösung und hier habe ich ein wenig vom Power-Entfärber in das Rollrandgläschen gefüllt, weil es einfacher ist, jetzt hier eine Stoffportion zu entnehmen. Wenn ich das Ganze jetzt zusammengebe, und vermische, dann sehen Sie, die Lösung entfärbt sich. Okay, jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, was hat das mit einer blau fluoreszierenden Lösung zu tun? Nun, wir machen das Ganze mal unter UV-Licht und jetzt bitte ich den Raum etwas zu verdunkeln. So. Hierfür, weil die Fluoreszenz etwas schwächer ist, benötige ich die UV-Handlampe. So, hier habe ich wieder die Powerade-Lösung. So. Und jetzt gebe ich ein wenig Power-Entfärber hinzu. Und bewege die Lösung. Und ich hoffe, so, Sie können erkennen, dass die Lösung nun blau fluoresziert. Ja. Das ist natürlich in einem verdunkelten Raum noch ein wenig besser zu erkennen als jetzt hier quasi unter Studiobedingungen. Ah ja, jetzt haben wir den Effekt ein bisschen besser. Könnten wir noch mal ganz kurz das Licht ausmachen? Entschuldigung. Das ist sehr nett. Danke sehr. Ich hatte ein wenig zu wenig von dem Power-Entfärber zugegeben. Das heißt, ich hatte zu wenig Power, meine Damen und Herren. Gut. Jetzt hatte ich die blau fluoreszierende Lösung. Ein kurzer Blick darauf, was hier chemisch abgelaufen ist, zeigt die nächste Folie. Ja, in dem Powerade Wild Cherry ist nämlich ein schöner Azofarbstoff enthalten. Das freut natürlich jeden Chemiker. Azorubin ist es. Und Power Entfärber enthält bis zu 30%, also Massenanteil, Natriumdithionid. Und ja, das Natriumdithionid ist ein starkes Reduktionsmittel und das sorgt dafür, dass, dass der Farbstoff Azorubin an der Azogruppe reduktiv gespalten wird. Dabei entsteht dann unter anderem 4-Aminonaphthalin-1-Sulfonat, was für die blaue Fluoreszenz verantwortlich ist. Es entsteht noch ein anderes Bruchstück, aber unsere weiteren Untersuchungen, auf die ich nicht eingehen möchte jetzt, haben eben gezeigt, dass 4-Aminonaphthalin-Sulfonat für die blaue Fluoreszenz verantwortlich ist. Ja, ich sehe gerade, dass ich
etwas vergessen habe, aber ich finde es einfach so schön, dass ich es doch noch mal jetzt einschieben möchte. Ja, ich hatte doch vorhin den Textmarker mit den Pyrenäen thematisiert. Ja, und gestatten Sie mir, dass ich darauf noch mal zurückkomme, denn Pyrenäen ist nicht nur im Textmarker enthalten. Ja, ich sehe nämlich gerade, dass hier noch ein Duschgel steht. Balea Man Wake Up Call heißt das. Duschgel riecht übrigens sehr gut. Ja, und auch hier drin ist Pyrenäen enthalten. Das möchte ich Ihnen einfach noch mal demonstrieren. Denn schauen Sie sich das hier mal an, meine Damen und Herren. Wenn ich da ein bisschen was in meine Hand gebe und das Ganze, vielleicht können wir es, wenn es gut zu sehen ist, vielleicht sonst noch mal den Raum etwas dunkler machen, bitte. Dann sehen Sie, auch wenn ich etwas weiter weggehe mit der Lampe, genau, dann ist es noch besser zu sehen. Ja, eine intensive Fluoreszenz. Ja, das heißt, beim nächsten Disco-Besuch bitte die Haare gut ausspülen, sonst gibt es unerwünschte Effekte. Ja, und selbst wenn ich das Ganze abwische, ja, ist es so, und das zeige ich Ihnen ebenfalls nochmal, ja, dass die Hand weiter fluoresziert. Ja, es ist wirklich schwer abzubekommen. Ja, war vielleicht doch jetzt nicht so eine gute Idee, meine Damen und Herren. Okay, ich habe also eine grün, eine blau fluoreszierende Lösung, fehlt nur noch eine rot fluoreszierende Lösung. Und da hat leider meine Suche ergeben, oder meine Suche war erfolglos. Ich habe kein Alltagsprodukt gefunden, das einen rot fluoreszierenden Farbstoff enthält. Es gibt aber eine Alternative, die ich Ihnen anbieten kann, und zwar eine Lösung, die ich mithilfe dieses Stabilo-Textmarkers erstellt habe. Ja, Luminator XT, pinkfarben muss er sein. Hier sehen Sie die wässrige Lösung bei Tageslicht. Die Herstellung erfolgte analog der Herstellung der grün fluoreszierenden Lösung, indem ich einfach eine Folie bemalt und abgespült habe. Ja, und das Ganze auch im dunklen Raum, jetzt bitte einmal anschauen, unter UV-Licht. Und Sie sehen, ja, dass diese Lösung, wie ich finde, wunderschön orange-rot fluoresziert. Und für die Mischversuche ist das völlig ausreichend. Ja. So, jetzt haben wir alle Lösungen zusammen. Ich habe übrigens noch mal mit der Firma Stabilo Kontakt aufgenommen. Die haben im Prinzip nur meine Vermutung bestätigt, dass hier Rhodamin-Farbstoffe enthalten sind. Sie wissen vielleicht noch, das sind diese kationischen Farbstoffe, die sowohl eine Xanthen- als auch Triphenyl-Methan-Struktur aufweisen. Ich denke, der bekannteste Vertreter ist Rhodamin B, eine problematische Substanz, die aber leider in dem einen oder anderen importierten Lebensmittel hin und wieder aufzufinden ist. So, jetzt haben wir alle Lösungen im Prinzip zusammen, um die Mischungsversuche zu machen. Und ich möchte Ihnen dazu zwei kleine Filmclips zeigen. Und zwar, ja, im ersten Filmclip mische ich, ruhig den Film ablaufen lassen bitte, mische ich eine orange-rote und die blau fluoreszierende Lösung unter UV-Licht bereits. Und wie Sie sehen, ergibt sich eine magentafarbene Fluoreszenz. Ja, das sieht sehr schön aus, so zumindest mein Eindruck. Ist aber vielleicht noch nicht so ganz überraschend, denn auch bei der subtraktiven Farbmischung mit den Tuschkastenfarben haben wir aus Blau und Rot so einen lila Farbton. Deshalb, ja, gucken wir uns noch mal einen weiteren Versuch an auf der nächsten Folie. Film starten bitte. Dort mische ich die grün fluoreszierende mit der orange-rot fluoreszierende. Und wenn Sie das Schema noch im Kopf haben, dann müssten Sie wissen, welche Zielfarbe jetzt eigentlich herauskommen müsste. Ja, und Sie sehen tatsächlich gelbe Fluoreszenz. Ja. Und ich muss sagen, ich bin selbst immer wieder überrascht. Da sieht man mal wieder, wie sehr dieses Konzept, dieses Prinzip der subtraktiven Farbmischung in uns drin steckt, ja, dass wir das einfach nicht so erwarten. Ja. Nun, ich habe dann weitere Mischversuche unternommen. Das Ergebnis sehen Sie dann auf der folgenden Folie. Ja, in Analogie zu dem sich überlagernden Kreisen rechts unten in der Ecke nochmal aufgeführt, sehen Sie hier in den Ecken des gedachten Dreiecks die drei Grundfarben, Rot, Grün und Blau. Auf den Seiten mitten des gedachten Dreiecks die jeweiligen Mischfarben, ich glaube Cyan, fehlte noch.
und in der Mitte dann ein Gemisch aus den drei Grundfarben, was wiederum einen weißen oder sagen wir mal weißlichen Farbeindruck ergibt. Das Ganze sehen Sie im nächsten Bild nochmal aus anderer Perspektive. Ich denke, da sind die Unterschiede zwischen den Mischfarben besonders gut zu sehen. Ja, meine Damen und Herren, wer nun doch nicht auf eine wirklich rot fluoreszierende Lösung verzichten möchte, dem kann ich noch eine Alternative bieten. Das zeigt die folgende Folie. Und zwar handelt es sich hierbei um den Farbstoff Nilrot, einen Laserfarbstoff. Ja, rechts sehen Sie die Strukturformel. Der fluoresziert nun richtig schön rot, aber nur in Ethanol. Ich habe natürlich auch etwas von dem Farbstoff dabei. Und wir schauen uns das mal an. Vielleicht, wenn wir es etwas dunkler machen, ist es besser zu erkennen. Danke sehr. Ja, ich denke, Sie sehen hier die rote Fluoreszenz. So. Vielleicht nochmal hier drunter. Darf ich nochmal unten hinstellen, weil es gerade so ein bisschen orange-rot erschien im Kamerabild. Ja. Noch etwas weiter rüber mit der Kamera, bitte. Könnten Sie noch ein ganz bisschen rüberfahren? Das ist noch nicht im Bild. Ja, es sieht tatsächlich noch ein bisschen roter aus bei der direkten Ansicht hier live vor Ort, meine Damen und Herren. Ja, allerdings handelt es sich hierbei um eine ethanolische Lösung. Ja, als blau fluoreszierende und grün fluoreszierende können wir jetzt leider die anderen Lösungen nicht verwenden, weil die waren ja wässriger Natur. Und die Fluoreszenz von Nilrot wird in Gegenwart von Wasser gelöscht. Ja, aber auch hier gibt es natürlich Möglichkeiten, es dennoch mit dem schönen Nilrot zu realisieren. Das sehen Sie auf der folgenden Folie. Als blau fluoreszierende Lösung nehme ich dann einfach wieder die ethanolische Pyranidenlösung. Ja, Sie erinnern sich an den Versuch zu Beginn. Ja, und als grün fluoreszierende eignet sich eine ethanolische Uraninlösung. Uranin, das Dinatriumsalz des Fluorescins. Ja, und auch da kann man auf ein Alltagsprodukt zurückgreifen, denn Uranin ist reichlich in Badeperlen vorhanden. Beispielsweise in Badeperlen Stressfrei der Firma Kneipp. Darüber habe ich auch schon mal in einem früheren Vortrag berichtet. Vielleicht haben Sie ja davon Kenntnis. Ja, meine Damen und Herren, die additive Farbmischung ist nun erarbeitet. Ja, das Studium von Schulbüchern hat mir gezeigt, dass die Aufgaben, um diesen Themenkreis zu üben und zu vertiefen, häufig theoretischer Natur sind. Da Experimente in Aufgaben zahlreiche Vorteile mit sich bringen, habe ich mir überlegt, ein Experiment zu kreieren, auf das dann die Schülerinnen und Schüler ihr erworbenes Wissen anwenden müssen. Und dieses Experiment möchte ich Ihnen ebenfalls einmal vorführen. Und zwar habe ich vorbereitet hierzu ein Gemisch aus einer ethanolischen Pyranin- und einer ethanolischen Nilrotlösung. Ja? Und ich hoffe, dass Sie erkennen können, dass diese Lösung einen magentafarben fluoresziert. Ja, ich stelle mal kurz zum Vergleich noch die Ausgangslösung dazu und ich denke, dann kann man den Unterschied ganz gut erkennen. Ja, genau, vielen Dank. Ja. So, und jetzt kommt das Experiment, meine Damen und Herren. So, jetzt muss ich tatsächlich erstmals auch meine Schutzbrille aufsetzen, denn ich versetze diese Lösung mit Natriumhydroxid. Vielleicht machen wir dann das Licht auch wieder etwas dunkler. Na. So. Und jetzt bewege ich die Lösung. Ich denke, es ist sehr schön im Bild zu sehen, dass die Lösung nun gelb fluoresziert. Ja, meine Damen und Herren, wie ist das nun zu erklären? Nun, Schülerinnen und Schüler entwickeln hierzu unterschiedliche Hypothesen, wie unsere Befragung gezeigt haben. Ja, beispielsweise vermuten sie, dass vielleicht eine ethanolische Natriumhydroxidlösung gelb fluoresziert und die anderen Fluoreszenzen überstrahlt. Sicherlich eine sinnvolle Vermutung. Ja, weitaus häufiger wird formuliert,
dass die rote Fluoreszenz sich verändert hin zur gelben und die blaue auch hin zur gelben, sodass wir am Ende halt insgesamt eine gelbe Fluoreszenz haben. Wenn Sie aber das Prinzip der additiven Farbmischung anwenden, dann ist noch eine andere Hypothese möglich. Denn die gelbe Farbe ergibt sich ja aus einem Gemisch aus grüner und roter Fluoreszenz. Die rote Fluoreszenz haben wir ja von dem Nilrot. Dann könnte es ja sein, dass die blaue Fluoreszenz von Pyranin sich verändert hat unter dem Einfluss von Natriumhydroxid hin ja, zu einer grünen Fluoreszenz. Denkbar ist natürlich auch, dass die sich verändert hat zur roten und die rote Fluoreszenz hin zur grünen. Es ist aber etwas abwegiger. Letztlich laufen all diese Hypothesen darauf hinaus, dass wir folgende Überprüfung machen müssen. Einmal die Fluoreszenz einer ethanolischen Natriumhydroxidlösung überprüfen. Ich sage Ihnen mal, das fluoresziert nicht. Machen wir nicht. Ja. Und die andere Untersuchung lautet, dass wir die Fluoreszenzen getrennt voneinander untersuchen müssen. Und zwar einmal müssen wir Nilrot versetzen mit Natriumhydroxid. Und das andere Mal müssen wir die Pyraninlösung getrennt davon mit Natriumhydroxid versetzen. So, und das möchte ich Ihnen ebenfalls live mal vorführen. Ich sehe gerade, hier ist noch ein Wassertropfen drin. Das wäre also nicht gut für die Fluoreszenz von Nilrot. So. Hier haben wir also die Nilrotlösung. Und wenn wir es etwas dunkler machen, denke ich, ist es besser zu erkennen, ob sich etwas tut. Danke sehr. Warten wir noch mal ein bisschen ab. Aber ich kann Ihnen sagen, dass da nicht so viel passiert. Ja. Nehmen wir jetzt als nächsten Versuch die Pyraninlösung. So, und jetzt geben wir dazu etwas Natriumhydroxid. Ja, dann sehen Sie bei der Zugabe schon, ja, so grüne Schlieren. Lassen wir das ruhig ein paar Sekunden stehen, bevor ich das dann einmal schüttle. Und Sie sehen tatsächlich, ja, eine strahlende grüne Fluoreszenz. Und das ist die Ursache gewesen für den Farbwechsel von der magentafarbenen Fluoreszenz hin zur gelben Fluoreszenz, wenn ich das Gemisch von Nilrot und Pyranin in Ethanol vorliegen habe. Eine Frage möchte ich noch beantworten, ja, und die wird von den Schülern auch häufig gestellt. Ja, wenn ich jetzt diese gelbe Fluoreszenz habe, die wir gerade gesehen haben, nach Zufügen des Natriumhydroxids, geht das Ganze auch umgekehrt. Dazu betrachten wir einmal ganz kurz noch eine Erklärung auf der nächsten Folie für die Veränderung der Fluoreszenz. Und Sie sehen, das kennen Sie schon, das ist das Pyranin-Gleichgewicht. Ja? In Ethanol liegt das Gleichgewicht auf der linken Seite. Und wenn Sie sich das anschauen, ist klar, wenn man Hydroxidionen dazu gibt, dass es zur Deprotonierung führt und eben das deprotonierte oder Pyranin in der deprotonierten Form gebildet wird, was dann die grüne Fluoreszenz verursacht. Ja, geht auch der umgekehrte Weg. Ja, kriegt man die gelbe Fluoreszenz wieder oder kann man die so verändern durch Zugabe von irgendetwas, dass es wieder magentafarben fluoresziert? Und die Antwort ist natürlich, man muss Säure zugeben. Ja, das Ganze möchte ich Ihnen einmal zeigen. Und zwar habe ich da einen kleinen Filmclip zu vorbereitet. Und bitte Film starten. Ja, die Frage ist, was muss man dazu geben? Ja, wenn man jetzt eine normale Säure hinzugibt, dann hat man das Problem, dass man zu viel Wasser hat und die Fluoreszenz von Nilrot gelöscht wird. Das heißt, wir müssen eine wasserfreie Säure hinzugeben und hier ist Eisessig geeignet, wie Sie auch jetzt im Film sehen konnten, führt das dann quasi zur Umkehrung dieser Reaktion. Wenn man jetzt Salzsäure, wässrige Salzsäure hinzugibt, ja, dann hat man noch einen interessanten Effekt, ja, dann fluoresziert die Lösung blau. Warum? Ja, man verschiebt das Gleichgewicht, gleichzeitig kommt Wasser hinzu und die Fluoreszenz von Nilrot wird gelöscht. Auch ein interessantes Phänomen, aber in dem Zusammenhang jetzt
nicht relevant. Ja, meine Damen und Herren, ein Blick auf die Uhr zeigt, ja, dass ich mein Abschlussexperiment vorbereiten muss. Ja, dieses Abschlussexperiment ist eigentlich eine Fortführung eines anderen Experiments, das Sie vielleicht alle kennen, der sogenannte Fluoreszenzspringbrunnen, den ich schon vor einigen Jahren entwickelt habe. Da jedoch wir gleich eine kleine Wartezeit haben, habe ich das getauscht. Ich setze diesen Versuch erstmal an und dann gucken wir uns mal gleich einen kleinen Filmclip an zu dem originären Experiment. So, wenn wir das noch einmal dunkel machen, dann können wir hier die Vorbereitung, danke, sehr gut verfolgen. Folgendes mache ich jetzt hier. Ich habe hier eine Kristallisierschale mit Wasser und gebe nun 1 Milliliter meiner Lamy-Tinte hinzu. Das heißt, ich habe hier eine wunderbare Fluoreszenz. Ja, in wässriger Lösung sieht das eher so grün-gelb aus. So, das rühre ich einmal um. So, und jetzt mache ich Folgendes. Ich gebe 2 Milliliter 4-molare Salzsäure hinzu. So, das rühre ich gleich noch um. Na, wo ist mein Glasstab? Da habe ich noch einen Ersatz. Aber Sie können schon sehen, was passiert. Die Fluoreszenz wird gelöscht. Und nun, meine Damen und Herren, stelle ich mal die UV-Lampe hier vor, weil die Schale mit der Flüssigkeit ist jetzt nicht ganz so relevant. Und jetzt habe ich hier vorbereitet einen Glaskolben, in dem sich Ammoniak befindet. Ja? Und jetzt werde ich den Stopfen abnehmen und austauschen gegen einen durchbohrten Stopfen mit einem eingeführten Glasrohr und das Ganze dann in die Flüssigkeit eintauchen. Soweit, so gut, ja. Und wir kennen ja alle den Springbrunnenversuch, meine Damen und Herren. Das dauert ein bisschen, bis die Flüssigkeitssäule angestiegen ist. Und ich möchte die Zeit nutzen, Ihnen den angesprochenen Fluoreszenzspringbrunnenversuch noch einmal im Filmclip zu zeigen. Das sehen Sie auf der nächsten Folie. Starten Sie bitte den Film. Und die andere Kamera ist die ganze Zeit auf das Versuchsgeschehen gerichtet auf der rechten Seite im Bild. Ja, Sie kennen den Springbrunnenversuch vielleicht. Ich habe hier konzentrierte Salzsäure links im Film, die ich bis zum Sieden erhitze. Und dann werde ich diesen Kolben umdrehen und das Ende des Glasstabes in die Kristallisierschale halten, in der sich eine wässrige Pyraninlösung befindet. Und Sie sehen, man hat hier einen wunderbaren Springbrunnen. Die Fluoreszenz ändert sich von grün nach blau. Nun, warum ist das so? Das liegt am mehrfach angesprochenen Pyranin-Gleichgewicht. Oben ist aufgrund der konzentrierten Salzsäure die Lösung so stark sauer, dass dort das Gleichgewicht auf die linke Seite stark verschoben wird und wir die blaue Fluoreszenz haben. Nun, das kleine Problem ist, dass dieser Springbrunneneffekt nicht darauf beruht, dass sich hier Chlorwasserstoff so gut in der Pyraninlösung löst, so wie das bei dem originären Springbrunnenversuch der Fall ist, sondern wir haben hier so stark die konzentrierte Salzsäure erhitzt, dass wir auch Wasser verdampft haben und dieses Wasser dann kondensiert. Deshalb funktioniert dieser Versuch auch immer. Und ich habe versucht, ja, mit anderen Farbstoffen den originären Springbrunnenversuch zu modifizieren, sodass ich dort einen Fluoreszenzeffekt habe. Ja, und da bin ich eben auf Eosin Y gestoßen. Eosin Y
kann man nämlich, oder die Fluoreszenz von Eosin Y, kann man nämlich löschen. Und jetzt bitte ich einmal, das Experiment groß aufzunehmen, bitte, denn die Flüssigkeit ist schon angekommen. So. Ja, und ich denke, Sie wissen, leidgeprüft, dass die letzten Millimeter bekanntlich die schwierigsten sind. Aber jetzt ist es soweit. Wunderbar. So, ja, das hat wunderbar geklappt. Ich bin sehr zufrieden, meine Damen und Herren. Ich habe natürlich noch mit weiteren Farbstoffen experimentiert. Ja, zunächst einmal auf der nächsten Folie kurz nochmal genau die Erklärung. Wie ist das beim Eosin Y? Was passiert hier eigentlich? Ja, Eosin Y kann einmal diese normale Struktur, sage ich mal, die Sie unten rechts sehen, annehmen. Ja, das heißt also die Triphenyl-Methan-Struktur und Xanthen-Struktur. Und dann kann es einmal im sauren einen innermolekularen zyklischen Ester bilden. Wir haben dann also ein Lakton vorliegen. In dieser Form fluoresziert es nicht. In der Form unten rechts fluoresziert es. Und das ist genau das, was ich ausgenutzt habe. Ja. Die nächsten drei Folien, da klicke ich mal so drüber hinweg. Ich habe natürlich noch mit anderen Farbstoffen gearbeitet. Ja, mit Floxin B zum Beispiel erhält man einen wunderbaren gelben Springbrunnen. Oder Betanaphtol, kennen wir von der Azosynthese, liefert an analoger Weise einen blauen Springbrunnen. Oder 5-ASA, 5-Aminosalicylsäure, eigentlich ein Medikament, meine Damen und Herren, gegen entzündliche Darmerkrankungen, aber eben auch ein Fluoreszenzindikator, der einen wunderschönen mintfarbenen Springbrunnen ergibt. Ja, meine Zeit ist um, zumindest die Vortragszeit, meine Damen und Herren. Ich möchte mich ja ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ja, auf dem letzten Bild sehen Sie, auf der letzten Folie sehen Sie noch ein interessantes Bild. Die additive Farbmischung lässt sich nämlich auch ganz einfach im Tröpfchenversuch realisieren. Ja, ich möchte mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Und wer das Ganze nachlesen will, meine Damen und Herren, dem sei insbesondere meine aktuelle Publikation in der Zeitschrift Chemie in unserer Zeit empfohlen. Ja, seit dem 10. November ist die Publikation online im Early View. Dort sind alle Experimente eigentlich aufgelistet und ich denke, im nächsten Jahr wird dann der Beitrag auch in einem gedruckten Heft erscheinen. Ich wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß bei dem weiteren Programm und machen Sie es gut und vielleicht sehen wir uns ja bald mal wieder persönlich wieder. Tschüss. Lieber Professor Ducci, vielen Dank für diesen lebhaften und farbenfrohen Einstieg in unsere Veranstaltung. Von den additiven Farbmischungen kommen wir nun zu einem ganz anderen Thema. Dr. Jürgen Braun ist einer der Pioniere, die bereits frühzeitig damit begonnen haben, moderne biotechnologische Verfahren im Unterricht zu verankern. Heute stellt er uns gemeinsam mit seinen Schülerinnen ein Experimentierset für Schulen vor. Hierzu schalten wir an die Johanna-Wittum-Schule nach Pforzheim. Ja, wir sehen jetzt schon zwei große Koffer hier stehen. Was verbirgt sich denn in diesen Koffern und was können die Schulen damit machen? Ich bin Tanja Patzel und ich bin die Raphael Zeifner. Wir sind Schülerinnen des Biotechnologischen Gymnasiums der Johanna-Wittum-Schule in Pforzheim und besuchen gerade die 12. Klasse. Wir beide sind dafür verantwortlich, dass die Koffer wieder befüllt werden, nachdem sie bei der Ausleihe an einer Schule waren. Und dafür gehen wir auch gerne samstags mal in die Schule. Also in den beiden Koffern befinden sich sämtliche Laborgeräte und Versuchschemikalien zur Durchführung eines Modellversuchs des genetischen Fingerabdrucks. Im Experiment haben wir 5 DNA-Proben von Tatverdächtigen und eine DNA-Probe vom Täter, den wir am Tatort gefunden haben. Die DNA wird enzymatisch geschnitten und das Fragment gemischt und nach der Restriktion in einer Gel-Elektrophorese aufgetrennt und sichtbar gemacht. Es entsteht ein charakteristisches Bandmuster, der genetische Fingerabdruck. Ich werde Ihnen nun den linken Koffer vorstellen. In meinem Koffer befinden sich die Chemikalien für die 8 Arbeitsgruppen, die wir schon bereits vorbereitet haben für Sie. In dieser kleinen Box hier
befinden sich die Chemikalien, damit sie das Experiment mit einer zweiten Klasse durchführen können. Zudem sind noch 8 Spitzenboxen enthalten. In dem orangen Koffer hier, Ordner hier oben befinden sich die schriftlichen Arbeitsanweisungen des Experiments für den Lehrer und für die Schüler. In dieser CD hier befinden sich die gleichen schriftlichen Arbeitsanweisungen, bloß in elektrischer Form. Und es sind zusätzlich noch alle Arbeitsschritte des Experiments als Videofilm verfügbar. In dem Koffer gibt es auch eine Repetierübung, die man im Vorfeld des Experiments macht, um das Repetieren zu üben. Im zweiten Teil des Experiments folgt die Gel-Elektrophorese. Und das ist alles, was meine Koffer beinhaltet. Wir haben 8 Gel-Elektrophorese. Und das Gel befindet sich in dieser Flasche. Die muss nur noch erwärmt werden, damit das feste Gel flüssig wird und in den Elektrophoresenkammern gegossen werden. Auch befindet sich in meinem Koffer das Power Supply, das hier vorne 4 Anschlüsse hat, damit man die Elektrophoresen da anschließen kann. Da wir aber 8 Arbeitsgruppen haben, befindet sich in meinem Koffer noch ein Power Supply. Und wir haben euch nun den Inhalt der beiden Koffer vorgestellt und möchten unseren Nachwuchs bitten, Rede und Antwort zu stehen. Ja, welche Voraussetzungen benötigen denn die Schulen, um die Experimente durchzuführen? Ich bin Tina Enderle. Und ich bin Johanna Staulacher und wir gehen beide in die 11. Klasse und sind die Neulinge hier. Also, wenn wir hier nichts im Koffer vergessen haben, brauchen Sie rein gar nichts mehr. Die Koffer sind so aufgebaut, dass Sie keine zusätzlichen Laborgeräte oder Chemikalien benötigen. Sowas wie Wasser und Strom wird natürlich vorausgesetzt. Am besten wäre natürlich ein Bio- oder Chemie-Fachraum. Allerdings, um so ein Kofferset ausleihen zu dürfen, brauchen Sie eine Ausleihberechtigung. Diese erlangen Sie, wenn Sie an einer Schulung von uns teilnehmen, wo Sie den richtigen Umgang mit dem Kofferset lernen. Wie viele Schülerinnen und Schüler können denn gleichzeitig mit dem Experimentierset arbeiten? Unsere Koffer sind so aufgebaut, dass eine gesamte Klasse mit diesen Koffern experimentieren können. Das Einzige, auf was Sie achten müssen, ist, dass Sie die ganze Klasse in 8 Arbeitsgruppen aufteilen. Jetzt wurden Fortbildungen erwähnt. Wann finden denn diese Fortbildungen statt? Also, sobald die... ich habe leider den Faden verloren. Also es wird natürlich vorausgesetzt, dass man diese Fortbildung gemacht hat, die Schulung. Und am Anfang des Schuljahres sowie am Ende des Schuljahres, zum Halbjahr des Schuljahres, bekommen Sie eine E-Mail von Herrn Dr. Braun. Und da sind die ganzen Termine aufgelistet, wann Sie die Koffersets ausleihen können. Und das Verfahren wird dann so verlaufen, wer zuerst kommt, mal zuerst. Was kostet es denn für die Schulen, wenn sie so ein Experimentierset ausleihen möchten? Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie recht herzlich hier in Pforzheim begrüßen. Auf diese Frage möchte ich selbst Rede und Antwort stehen. Dank der Förderung durch den Fonds der chemischen Industrie ist es uns möglich, dieses Experimentierset an Sie für 14 Tage auszuleihen, zum Preis, zum Unkostenbeitrag von 50 Euro. Das bedeutet, dass für jeden Schüler, der mitexperimentiert, im Prinzip ein symbolischer Preis von 1 Euro auftritt. Dieses Experimentierset wird Ihnen geliefert über UPS und auch von UPS wieder abgeholt. Ich denke, durch den Fonds der chemischen Industrie
ist dieses Mentoring-Projekt an unserer Schule erst möglich geworden, denn der tatsächliche Preis für den Transport der Koffer und auch die Chemikalien ist natürlich deutlich höher. Und das wird möglich durch den Fonds der chemischen Industrie, dass wir Ihnen zwei dieser Experimentiersets inzwischen ausleihen dürfen. Ja, vielen Dank für den Hinweis auf den Fonds der chemischen Industrie. Hierzu kommen ja später nochmal weitere Informationen. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wo findet man denn die ganzen Informationen rund um das Experimentierset, die Ausleihtermine und so weiter? Die ganzen Informationen findet man auf unserer Website Moderne Biotechnologie. Da können Sie einfach alles nachlesen. Und auch wenn Corona wieder vorbei ist, gibt es natürlich auch wieder den Lehrerkongress in normaler Form. Ja, vielen Dank für die Informationen zum ausleihbaren Experimentierset. Den Link sehen Sie auch nochmal in der Infobox. Da wurde der Link nochmal angegeben. Weitere Informationen zum Fonds erhalten wir dann später nochmal im Verlauf der Sendung. Die Digitalisierung hat dieses Jahr einen richtigen Schub erlebt, insbesondere natürlich auch an den Schulen. Wie zeitgemäßer Unterricht mit mobilen Endgeräten aussehen kann, das erläutern uns jetzt die Tablet-Teacher Charlotte Koop und Maximilian Stoller. Wir schalten hierzu an die Realschule am Rennbuckel in Karlsruhe. Ist auch gut. War ja so schön, wie der D angesagt hat, der Satz des Jahres, gell? Ja, ja, hörst du mich? Hörst du. Ein bisschen blöd ist das gerade im Moment, mein iPad, meine Präsentation steuert und ich so nicht die Folien in der Vorschau sehe. Ah, da ist der Herr Papa. Okay. Ich nehme jetzt kurz zurück. Schalten wir zu an die Realschule am Rennbuckel in Karlsruhe. Kommt gerade nicht ins Internet. Ich habe ein bisschen zurückschaltet, dann überdrücken wir irgendwie. Ja, nicht einfach nochmal zurückschalten. Wir sind schon dran. Wir sind da, wir hören Sie auch. Es kann losgehen. Okay. Schönen guten Tag zusammen. Wir sind uns nicht sicher. Im Moment müsste gerade das Bild unserer Präsentationsfolie vorliegen. Wenn gewünscht ist, dass wir uns noch persönlich vorstellen mit uns, dann müsste man kurz einmal umschalten. Ansonsten beginnen wir einfach ohne Gesicht. Doch, die sehen uns schon. So sieht es gerade aus. Ja. Okay, alles klar. Charlotte, stellst du dich vor? Ja, genau. Also wir heißen Sie herzlich willkommen. Mein Name ist Charlotte Koop. Ich bin einmal Teil der Tablet-Teacher-Fortbildungsgemeinschaft und aber auch im Hauptamt eigentlich Lehrerin an der Realschule am Rennbuckel in Karlsruhe. Unsere Schule zeichnet sich dadurch aus, dass bei uns alle Schüler ab Klasse 8 ein iPad zur Verfügung haben, das jetzt schon im siebten Jahr. Wir haben sozusagen das iPad immer in Gebrauch, nicht jede Stunde, nicht jede Sekunde, aber dann, wenn es sich lohnt. Für uns ist das Arbeiten mit den digitalen Endgeräten relativ selbstverständlich und wir würden Ihnen heute gerne einen kleinen Einblick geben in das, was bei uns so gemacht wird. Nebenbei arbeite ich noch fürs ZSL und gebe dort Fortbildungen für das Arbeiten mit Tablets, vor allem mit dem iPad, und freue mich jetzt hier, Ihnen ein bisschen was erzählen zu dürfen. Auch ich freue mich. Mein Name ist Maximilian Stoller. Ich bin auch Lehrer an der Realschule am Rennbuckel. Ich habe Medienpädagogik studiert und war damals bei der ersten iPad-Klasse 2015 hier dabei. Gehöre auch zu den Tablet-Teachern und wenn ich nicht gerade Lehrer bin, dann arbeite ich für das ZSL Referat 24 und beschäftige mich dort mit dem Thema MOOCs. Fangen wir an, Charlotte? Jawohl. Alles klar. Thank you.
unser Einstieg mit der App VideoScribe Anywhere, kostet 1-2 Euro, ist wirklich eine Waffe, denn man braucht nicht wahnsinnig lange, um so ein Video zu erstellen. Diese Hand, die da man sieht, ist natürlich animiert, hat nichts mit unserer Hand zu tun. Ist also hier eine erste App, die wir ganz gerne Ihnen ans Herz legen wollen. Eine App, die sehr praktisch ist in Lehrerhand, sei es um den Start eines Elternabends zu begleiten oder einen Einstieg für eine Unterrichtsstunde zu finden oder bei Erklärvideos dann die entsprechende Szene da mit umzugestalten. Wir wollen uns heute dem Thema widmen, How to Teach the Digital Natives. Alan Kay hat gesagt, Technology is only technology to those born before technology. Sie entschuldigen bitte mein Englisch, ich bin kein Englischlehrer. Und eben selbiges beobachten wir natürlich auch, wenn wir Kinder sehen, die ein Tablet in die Hand bekommen. Das sieht dann alles sehr intuitiv aus und alles sehr richtig aus. Aber das beweist auch, dass dieses Tablet kein Hexenwerk ist, dass es einfach so konzipiert ist von den Technologiekonzernen, dass man das eben auch sehr niederschwellig benutzen kann. Deswegen unser erster Wunsch, haben Sie keine Angst vor diesem Endgerät. Wir wollen Ihnen jetzt heute zeigen, was alles damit möglich ist in der Schule und nehmen Sie mit auf eine Reise durch verschiedene Fächer. Aber bevor es soweit ist, wollen wir einen kleinen Rückblick machen in die Didaktik und warum es sich lohnt, Schule neu zu denken. Keiner von Ihnen würde sich wahrscheinlich in einen OP-Saal von dem Bild auf der linken Seite legen mehr heute, sondern wir würden alle gerade in diesen Zeiten von Corona eher den rechten OP-Saal bevorzugen. Wenn wir aber in unsere Klassenzimmer gucken, dann sehen wir, dass sich dort nicht viel geändert hat. Ich denke, diese Bilder kennen Sie aus Ihren Schulen vielleicht teilweise auch noch. Ja. Und dementsprechend lohnt sich vielleicht auch der Blick, noch weiter zurückzugehen. Es gab eine Zeit, als die Schiefertafel abgelöst wurde von Heften und auch zu der damaligen Zeit gab es große Kritiker. Es gab nämlich den Vorwurf der Hefte, man würde da nicht mehr richtig alles auswendig lernen, man könne ja jetzt zukünftig nachschlagen. Das hat sich nicht bewahrheitet. Einen eben solchen Paradigmenwechsel erkennen wir jetzt wieder. Es ist die Frage, ob die Schülerinnen und Schüler ihre Handschrift verlernen, wenn sie alles auf einem iPad oder überhaupt auf einem Tablet machen. Und für uns gilt grundsätzlich erstmal die Frage, wir tauschen hier nichts aus. Alle Medien sind für sich selbst berechtigt und wir wollen und propagieren ein und kein Oder. Um das mal deutlich zu machen, an unserer Schule haben wir nach wie vor Hefte, wir haben auch Bücher, aber wir haben eben auch ein Mobile Device in den Schultaschen immer griffbereit. Mit dieser ganzen Veränderung in unserem Schulsystem ist auch einhergegangen, dass wir die Forderung nach neuen Lernräumen haben. Denn unsere Kinder sind jetzt mittlerweile nicht nur noch statisch im Klassenzimmer in ihren Schulreihen, sondern wir merken, dass wir auch, gerade wenn man Tonbandaufnahmen macht, Geräusche aufspricht, Videos dreht, die Lernräume wechseln muss. Und so haben wir gemerkt, wir brauchen in unserem Schulhaus viel mehr Ecken, wo Schüler zusammenarbeiten können. Nicht jetzt während Corona, aber sonst im Normalfall. Vielleicht auch draußen Sachen drehen oder eben auch bearbeiten. Und da haben wir einfach gemerkt, das ist jetzt ein Foto aus dem Gymnasium in Dänemark, tatsächlich mit Sitzsäcken und hinten eher so einer Mensa-Lounge. Und wir haben die Erfahrung gemacht, es macht einfach Sinn, wenn man sich da etwas umstellt. Mobiles Lernen braucht also mobile Räume und dieses folgende Video macht schon deutlich, wie sich unser Arbeiten verändert hat. Vielerorts hat der Computer oder das Smartphone viele Funktionen übernommen. Strukturen, Ablagesysteme, Kommunikationstools werden in einem Gerät zusammengefasst. Das sollte man berücksichtigen, immer wenn es darum geht, die Arbeitszeit an einem Endgerät sinnvoll einschätzen zu können. Manchmal bin ich verblüfft, wie lange ich an meinem Smartphone oder meinem Tablet saß, aber wenn ich dann genau mal reingehe und genau evaluiere, was habe ich eigentlich damit gemacht, dann stelle ich durchaus fest, ich habe gearbeitet und ich habe die Zeit gar nicht irgendwie untätig irgendwie und blind recherchierend irgendwie vergeudet, sondern ich habe wirklich gearbeitet. Ja, wir möchten Ihnen heute zeigen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, eben einfach das Tablet oder das iPad in der Hand von uns Lehrenden, also von den Lehrern, oder eben das Tablet als Mehrwert in der Hand von den Lernenden, also von unseren Schülern.
und dazu werden wir Ihnen jeweils verschiedene Beispiele zeigen. Was Sie hier sehen können, ist unser sogenanntes App-Curriculum. Als wir uns damals auf den Weg gemacht haben, als Schule iPads einzuführen, war dann auch schnell die Frage, okay, welche Apps brauchen wir denn eigentlich? Und wir haben uns dann nach mehreren Wochen der Recherche für bestimmte Apps entschieden, die sogenannte universelle Apps sind, die sich also in allen Fächern sehr gut nutzen lassen. Und diese Apps haben wir bestimmten Fächern zugeordnet. Das hat sehr viele Vorteile, denn wir gewährleisten so, dass die jeweiligen Fachschaften in Klasse 8 diese App einführen bis zu den Herbstferien und wir also dann ähnlich eines Methodencurriculums nach den Herbstferien auf die Bedienfähigkeit dieser Apps von Seiten der Schülerinnen und Schüler zurückgreifen können. Das heißt, wir können davon ausgehen, selbst wenn ich die App nicht eingeführt habe als Lehrer, selbst wenn ich sie nicht bedienen kann als Lehrerin oder Lehrer, können meine Schüler sie auf jeden Fall nutzen. Zum Beispiel GarageBand wird vom Fach Musik eingerichtet und das nutzen wiederum später die anderen Klassen und Lehrer aus und die jeweiligen Fächer, weil damit einfach klar ist, wie man zum Beispiel Sounds gestaltet, worauf man achten muss und so weiter und so fort. Ja, wir würden gerne mit einer App anfangen, GoodNotes 5. GoodNotes 5 ist eine App, die man als Lehrer sehr gut als Whiteboard nutzen kann, wenn ich jetzt nicht sowieso schon irgendwelche Whiteboards in meiner Schule habe. Meine Schüler verwenden tatsächlich jetzt im Moment, seit die Generation der Stifte bei den iPads eingezogen ist, auch Hefte. Man kann in GoodNotes einzelne Hefte führen für verschiedene Fächer. Wir haben alles an einem Ort. Sie können gut Sachen illustrieren oder strukturieren, färben. Es gibt wirklich ganz viele Möglichkeiten. Ich kann dokumentieren und ich würde Ihnen gerne hier jetzt zwei Beispiele zeigen. Das linke Beispiel ist tatsächlich ein Screenshot aus einem Heft in der Mathematik, jetzt bei uns an der Realschule, Klasse 9. Und die rechte Seite zeigt wiederum von einem Kollegen von uns an unserer Schule die Einführung ins Bruchrechnen, Klasse 6. Also Sie sehen, jeweils beide Male kann das verwendet werden zum Strukturieren oder Vorbereiten von Unterricht. Und adäquat dazu könnte man die Apps Notability oder auch OneNote nennen. Oder die Notizen-App. Und da ist es auch ganz wichtig für uns Lehrerinnen und Lehrer, so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie arbeite ich, welche Tools benutze ich ganz gerne. Was wir also hier nicht werden machen, ist Apps zu propagieren im Sinne von, das sind die einzig wahren. Es gibt in jedem Bereich sehr viele verschiedene Anbieter. Wir haben für uns jetzt eben uns hier für GoodNotes 5 entschieden, weil uns die App einfach liegt, aber andere Apps können eben das Gleiche. Es sind einfach Tools, um zu Informationen zu strukturieren, vorzubereiten. Was ich hier an dem Beispiel noch interessant finde, Charlotte, darf ich das kurz erzählen, dass der Schüler eigentlich eine miserable Heftführung hatte. Also nicht so ideal, also verbesserungswürdig. Und ihm ist es gelungen, mit diesem Heft da durchaus eine Struktur reinzubekommen und die dann auch in allen Fächern sich durchzieht. Ich möchte iMovie vorstellen, haben Sie sicherlich schon mehrfach gehört, ist nichts Besonderes. Für die naturwissenschaftlichen Fächern ist es aber sehr wohl ein interessantes Tool. Wir fokussieren uns jetzt auch heute in den 30 Minuten ausschließlich auf die naturwissenschaftlichen, technischen und mathematischen Fächer und eben nicht auf die Geisteswissenschaften. Für Versuche lässt sich das Tool nutzen, um Dokumentationen oder um Versuche überhaupt zu dokumentieren. Wir können Prozesse visualisieren. Wir haben das Tool, um ganz schnell und einfach Quick and Dirty Erklärvideos selber zu gestalten. Und ich mag auch die Funktion des Zeitlupeneffektes, zum Beispiel bei der Realisierung von Versuchen. Auf der nächsten Folie sehen Sie, was hier gemacht wurde im Chemieunterricht. Im oberen Fall hat der Lehrer einfach einen Schüler gebeten, das Ganze einfach aufzuzeichnen auf Video. Und die Schülerinnen und Schüler bekommen dann selbstverständlich das Video auch über AirDrop zugeschickt, was sie dann wiederum in einer anderen App, in dem Fall dem Book Creator, implementieren. Und die Zeitlupe ermöglicht uns, diesen ganzen Prozess, der da stattfindet, nochmal anzuschauen.
und dann den Versuchsaufbau nochmal genau darzustellen. Oftmals verpuffen im wahrsten Sinne des Wortes die Versuche und es ist schade, wenn man die Möglichkeit nicht nutzt, das Ganze zu dokumentieren, aufzuzeichnen, um dann auch den Prozess für nachfolgende Unterrichtsstunden nochmal heranholen zu können. In der nächsten Folie gibt es auch ein interessantes Beispiel, was Kollegen bei uns an der Schule gemacht haben. Sie haben im Grunde genommen ein fertiges Video aus einem Versuch den Schülerinnen und Schülern wieder zur Verfügung gestellt und haben dann aber eben die Tonspur vollständig rausgelöscht und haben dann als Hausaufgabe aufgegeben, man solle doch bitte dieses Video eben neu bearbeiten zu einem Erklärvideo, sprich Texttafeln einbinden, Übergänge vielleicht einbinden und dazu zu sprechen und nochmal mit eigenen Worten wiederzugeben, was beinhaltete dieser ganze Versuch, der Versuchsaufbau, welche Prozesse finden hier eigentlich statt. Und das wurde mittlerweile als eine Möglichkeit bei uns in Betracht gezogen, um Ergebnissicherung herzustellen von solchen Versuchen. Ich möchte Ihnen gerne jetzt den Book Creator vorstellen. Mit dem Book Creator kann man E-Books erstellen. Das Tolle an dem Book Creator ist, dass man ganz vielfältig Dinge einsetzen kann. Das zeige ich Ihnen gleich auf der nächsten Folie. Sie können sozusagen Bilder einfügen, direkt vor Ort Bilder machen. Sie können ganz schnell mit dem Stift irgendwo reinschreiben. Sie können auch mit der Hand benutzen, wenn Sie keinen Stift haben. Sie können Text einfügen wie normal. Und das ganz Tolle, was man noch machen kann, man kann direkt Sound aufsprechen. Und dann dieses Ganze zu einem multimedialen Buch eben machen oder Mitschrieb. Ich kann ein Lernportfolio dort führen und ich kann eben alles als Schüler auch designen und somit das Konzept Learners as Designers verfolgen. An dieser Stelle sei auch betont, dass Book Creator die wahrscheinlich wohl toll, also für mich ist es mit einer der besten Apps, die es gibt. Sie ist sehr niederschwellig, sie ist sehr einfach zu bedienen. An der Oberfläche sehen Sie schon, über das Plus kann ich in verschiedene Register reingehen und kann dann das Ganze erweitern. Ich kann auch richtige YouTube-Videos einbinden, kann zusätzliche Ton- und Bildspuren einbinden. Ich kann Google Maps einbinden. Ich kann Book Widgets oder Learning Snacks einbinden, die irgendwie auf anderen Seiten sind. Und damit wird auch schon deutlich, das Tablet in Lehrerhand ermöglicht hier schon, dass der Lehrer, die Lehrerin ein E-Book zu einem bestimmten Thema vorbereitet, in dem alles Wissenswerte und alles Nötige bereits beinhaltet ist und dieses E-Book mit Video, Bild, Tonspuren, Texten, PDFs, die sich auch einbinden lassen, egal welche Art von Dokument, Links sind da drin. Und dieses E-Book kann dann eben erstmal den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel als fertiges E-Book auf ihr Handy, auf ihr Smartphone, auf ihr Tablet oder auch kollaborativ online zur Verfügung gestellt werden, dass man das Ganze über den Browser aufruft. Und damit hat man auch schon eine Waffe im hybriden Unterricht, wenn also ein Teil der Klasse daheim sein muss oder wenn überhaupt ein ganzer Teil sogar, wenn die ganze Klasse daheim sein muss, hat man hiermit eine sehr, sehr leichte und trotzdem visuell ästhetische Möglichkeit, die Arbeitsmaterialien in einen Schwung den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung zu stellen und sie verlieren sich nicht mehr in unnötigen Suchen durch das World Wide Web. Ich finde es eine ziemlich praktische Sache und wir arbeiten sehr, sehr gerne damit. Ich benutze es so ziemlich in allen meinen Fächern. Wer das genau anschauen möchte, das Stadtmedienzentrum, es gibt viele Erklärungen, wie man Book Creator nutzen kann. Wir haben jetzt mal den QR-Code angegeben vom Stadtmedienzentrum. Wer auf den QR-Code geht und den abscannt mit seinem Handy, entweder über den QR-Code-Scanner oder direkt bei Apple-Produkten über die Kamera, einfach öffnen, draufgehen, dann kommen Sie auf die Internetseite vom Stadtmedienzentrum und das Stadtmedienzentrum erklärt hier in kleinen Häppchen, was man mit dem Book Creator alles machen kann. So als Ergebnissicherung nochmal von der heutigen Session, weil 30 Minuten handlungsorientiert ist ein bisschen schwierig.
Was wir jetzt vorstellen wollen, ist die App Augmality. Augmality ist so eigentlich unsere Lieblings-App in den letzten Wochen geworden. Augmality ist eigentlich eine App, die gar nicht für den Schulkontext gedacht wurde. Wir haben die Gründerin der App kennengelernt, sie sitzt in Hamburg und die hat gesagt, eigentlich ist das für die Gastrobranche gedacht gewesen. Und hier verbindet sich analog und digital wunderbar. Mit der App Augmality habe ich die Möglichkeit, selber Arbeitsblätter zu erweitern durch Augmented Reality. Das heißt, es ist eine Alternative zum QR-Code. Ich hinterlege ein Foto mit weiteren Informationen. Und überall da, wo das Bild auftaucht, kann man mit der Augmality App das Ganze abscannen, ähnlich eines QR-Codes, und dann werden weitere Bilder darauf generiert, weitere Informationen, PDFs oder sonst irgendwas. Wir werden das gleich in ein paar Beispielen zeigen, um das ein bisschen genauer zu verstehen. Hier sehen Sie auf der Grafik im Hintergrund ein Arbeitsblatt. Auf dem Arbeitsblatt ist der Körper dargestellt, in Biologie, mit Beschreibungen. Und wenn man dann jetzt dieses Arbeitsblatt durch die Augmality-Brille abscannt, Charlotte, gehst du nochmal bitte einmal zurück. Danke. Wenn man das abscannt, dann sieht man, dass der Körper jetzt mit den Blutbahnen auch noch bestückt wurde. Das heißt, man hat jetzt hier ein erweitertes Bild von diesem Arbeitsblatt. Das lässt sich unendlich weiterentwickeln. Das nächste Beispiel zeigt ein Beispiel von unserem Kollegen im Technikunterricht. Im Technikunterricht der Realschule wird ja mit Werkzeug gearbeitet. Und für das Werkzeug braucht es eigentlich immer wieder die Einführung. Wie benutzt man eine Stichsäge? Wie benutzt man den Hammer? Und so weiter und so fort. Und damit dann der Lehrer das nicht immer wieder wiederholen muss, hat er also an die jeweiligen Stellen im Arbeitsraum, in seinem Fachraum, sogenannte Augmality-erweiterte Bilder angeheftet, die dann abgescannt werden können. Und die Schülerinnen und Schüler, die also jetzt an ihre Aufgaben gehen und sich nicht mehr sicher sind, können einfach dann das Ganze abscannen, bekommen sofort das Video, die Anleitung, die PDF und können das nochmal wiederholen. Und der Lehrer braucht eben nicht mehr zusätzliche Links. Bei QR-Codes weiß man gar nicht mehr am Schluss, welches ist der richtige QR-Code jetzt für die Sache gewesen. Und es fällt überhaupt nicht auf, weil in dem Klassenzimmer halt alles ganz normal aussieht. Nur eben hinter dem Bild, zum Beispiel Brainstorm, versteckt sich eben jetzt eine erweiterte Realität, nämlich weitere Informationen. Und dadurch wird schon deutlich, diese App kann also nicht nur benutzt werden, um Arbeitsblätter zu erweitern, sie kann auch benutzt werden, um Classroom-Management zu betreiben, dass man seinen Fachraum einfach dementsprechend einrichtet, weil immer wieder die gleichen Fragen auch aufkommen von Schülerinnen und Schülern. Und wir denken mal weiter für die Schule, eine Schulhaus-Rallye. An allen Stellen im Schulhaus kann man erweiterte Informationen hinterlegen. Man denke nur an ein Bild im Kunstunterricht gemalt, was im Schulhaus hängt. Und wenn man dann deutlich macht, dass man dieses Bild abscannt, dann muss der Schüler einfach nur oder Eltern oder Freunde der Schule dieses Bild durch Augmality abscannen. Und dann könnte man zum Beispiel das Making-of sehen, wie das Bild gezeichnet wurde, weil da sich hinten dran zum Beispiel das Video verbirgt, wie der Schüler in den einzelnen Prozessen dieses Bild gemalt hat. Hier also auch eine Möglichkeit, Arbeitsblätter und seine Umgebung digital anzureichern. Ja, jetzt möchten wir gerne beginnen mit ein paar naturwissenschaftlichen Fächern. Das waren jetzt so unsere allgemeinen Apps eher. Und wir würden Ihnen gerne jetzt Praxisbeispiele aus unserer Schule zeigen. Und hier würde ich gerne mit dem Fach Mathematik anfangen. Wir nutzen die Lernplattform Bettermax. In Bettermax kann ich Klassen anlegen und aus Büchern verschiedene Aufgaben auswählen, die ich meiner Klasse persönlich zuweise. Dies kann ich von zu Hause tun, also auch wunderbar für den Fernlern- oder für den Hybridunterricht geeignet. Ich kann der Klasse den Zeitraum zuweisen, in der sie die Aufgaben erledigen soll. Das ist bis jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Besonderes, sondern das nächste ist, ich kann eben sehen, welcher Schüler hat wie viel geschafft, welcher Schüler hat wo Wissenslücken, welcher Schüler hat alle Aufgaben bearbeitet, aber vielleicht alle richtig oder alle falsch. Und ich kann den Schülern dann auch Wissenslücken zuweisen und diese Wissenslücken, für die kriegen sie dann spezielle Aufgaben, die sie dann auch wieder
bearbeiten können und somit ihre Wissenslücken schließen können. Also da hängt ein Algorithmus hinten dran. Für die Schüler ist es eigentlich ganz interessant, weil so ein kleiner Gamification-Ansatz auch mit drin ist, denn sie können Sterne und Münzen sammeln. Das sehen Sie hier in dem gelben Bereich. Eigentlich wirklich eine tolle Möglichkeit, um heute individuell zu fördern. Die nächste App, die ich Ihnen vorstellen möchte, kennen Sie wahrscheinlich alle schon. Das ist die Anton-App, eigentlich bis jetzt eine Grundschul-App gewesen. Mittlerweile jetzt aber durch Corona wirklich auch zumindest für die Sekundarstufe 1 auch noch geeignet, wo in Mathematik wirklich auch Aufgaben zugewiesen werden können und eben wie in Betamax bearbeitet werden können, auch im Hybrid- oder Fernlernunterricht. Eine sehr bekannte App, Photomath, kennen wahrscheinlich die meisten von Ihnen. Sie sehen hier, wie ich das Handy in der Hand halte und im Mathebuch eine App scanne. So können unsere Schüler im Moment hier alle direkt die Lösungen rausfinden für Gleichungen. Sie kriegen sofort einen Graph angezeigt und auch, wenn Sie wollen, verschiedene Lösungsmöglichkeiten mit Hilfe derer Sie eben nachvollziehen können, wo war Ihr Fehler. Und das ist eben das, wo ich sagen will, der Unterricht verändert sich auch so ein bisschen. Früher habe ich so mein Lösungsbuch gehütet als Lehrer und mittlerweile möchte ich eigentlich aktiv, dass die Kinder die Lösungen anschauen und versuchen, selbstständig ihre Fehler zu finden und nicht immer mich als Lehrerin rufen und sagen, hier, Frau Koop, wo ist mein Fehler? Finden Sie ihn ganz schnell. Das nächste Beispiel kommt auch aus der Mathematik. Es geht um den Begriff Flipped Classroom. Das kennen Sie bestimmt auch schon, haben Sie öfters gehört. Bei Flipped Classroom ist es besonders jetzt in Corona-Zeiten ganz oft vorgekommen, dass Schüler im Vorfeld Erklärvideos bekommen, in denen sozusagen der Inhalt erklärt wird und ich in der Schule dann oder eben auch wie auch immer in den Videokonferenzen, wenn wir uns getroffen haben, dann eben die kostbare Zeit für mehr Übung zur Verfügung habe. Das heißt Übung und Vertiefung im Unterricht und im Vorfeld eben die Grundlagen in den Erklärvideos. Sowas kann auch auf einem Arbeitsblatt niedergeschrieben werden, indem Sie QR-Codes oder Links ablegen für die Kinder, die vielleicht noch nicht so weit sind und sich da nochmal Wissen aneignen können. Das ist dann nicht direkt Flipped Classroom und später eben die Aufgaben beantworten. Ich möchte Ihnen in dieser Folie noch kurz zeigen, die klassische Einführung ist nicht individuell. Das heißt, alle müssen in meinem Tempo, wie ich als Lehrer spreche, eben zuhören und verstehen. Wenn ich im Flipped Classroom-Bereich bin, kann ein Schüler zurückspulen, nochmal anhören, vielleicht einen gewissen Bereich von der Zeichnung länger anschauen, bis er es wirklich verstanden hat. In der Schule habe ich eben vielleicht nicht genügend Zeit zur Übung, weil ich ja die Einführung auch selber mache. Wenn ich den Flipped Classroom-Prinzip wähle, dann habe ich eben mehr Zeit für die Übungen in der Schule und kann vielleicht dann auch weniger oder einfachere Hausaufgaben geben, während ich dann in der anderen Variante eben schwerere Hausaufgaben geben kann. Ja, es ist Geschmackssache. Manche Schüler sind so an die Lehrer gewöhnt, dass sie also andere Videos überhaupt nicht akzeptieren und auch nicht verstehen wollen. Deswegen ist es oft wichtig, dass man vielleicht als Lehrer auch individuelle Videos zur Verfügung stellt. Hier in dem Bereich haben wir ein ganz kurzes Stop-Motion-Video zum Thema Einführung des Satzes des Pythagoras. Das war eine Hausaufgabe bei uns, gemacht mit Stop-Motion als Trickfilm und ist eben eine leichte Möglichkeit, um schnell zum Beispiel auch Dinge zu beweisen. Was Sie hier sehen, ist ein Beispiel aus dem Technikunterricht. Die Schülerinnen und Schüler hatten die Aufgabe, in einem 3D-Animationsprogramm ihre Traumbude darzustellen. Zuerst wurde gebrainstormt mit Poplet, anschließend mit Roomle, dann der Raum eingerichtet. Das haben sie hier in dem Fall auch gemacht. Es ging dann eben darum, Entwürfe zeichnen, dreidimensional zeichnen, mehr perspektivisch denken. Und was jetzt ganz interessant war, dass wir im nächsten Schritt dann auch die Schüler gebeten haben, eben ihren Raum dann auch vorzustellen. Und wir gucken da einfach mal rein, was der Schüler daraus gemacht hat und film ab. Mit einer Küche, Stuhl, Tisch, Pflanzen, Kühlschrank erstellt wird.
Okay, da war der Ton nicht ganz ideal. Ich will es trotzdem versuchen, nochmal kurz zusammenzufassen. Er hat dann durch die Wohnung geführt und hat dementsprechend dazu gesprochen. Und damit war es ein App-Smashing zwischen Poplet, Roomle, später iMovie. Und dann hat das Ganze schon drei Programme durchlaufen gehabt. Was Sie hier sehen, ist auch ein weiteres Beispiel aus dem Technikunterricht, Thema Statik, Brückenbaum mit App und Strohhalm. Im Grunde geht es darum zu überlegen, wie schafft man es ideal und so stabil wie möglich mit Strohhalm. Jetzt gibt es keine Strohhalme mehr, jetzt müsste man sich was anderes einfallen lassen, aber das findet sich bestimmt auch. Wie baut man eine Brücke so möglichst stabil, dass man sie nutzen kann? Und das Ganze ist dann auch mit der App überprüfbar. Die kann man so ein bisschen spielerisch überprüfen, an welcher Stelle wie die Brücke gebaut werden kann, damit sie statisch eben am besten funktioniert. Also da geht es eher um Problemlösungskompetenz. Charlotte, möchtest du? Ja, genau. Also wir haben hier Swift Playground. Heute habe ich ein bisschen Probleme mit dem Sprechen. Es ist eine Programmier-App, die sehr einfach darzustellen ist. Es geht darum, dieses kleine Männchen die verschiedenen Wege entlang zu steuern. Und mit einfachen Codes kann ich eben das wirklich so machen, dass es jeder schafft. Man kann sich dort durch verschiedene Bücher in verschiedenen Schwierigkeitsgraden durchwurschteln und zum Beispiel auch unsere kleinen Roboter hier steuern. Wir nennen sie immer Susi. Wir haben auch kleine Bälle, die man damit steuern kann. Die rollen dann durch unser Schulhaus, mal zum Rektor zum Beispiel ins Zimmer rein oder wie auch immer. Hier haben wir ein Beispiel von Edu Co-Spaces, eine Variante, die es ermöglicht, Schülerinnen und Schüler Augmented und Virtual Reality Räume im Grunde genommen zu programmieren und zu gestalten. Dafür lockt man die Schülerinnen und Schüler auf die Co-Spaces Edu-Seite ein. Jeder Schüler hat dann seinen Account. Ich kann als Lehrer sehen, was die Schülerinnen und Schüler jeweils auf ihrem Bildschirm machen. Und in dem Fall, das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, habe ich eine 6. Klasse in Medienbildung beauftragt, den Weihnachtsmarkt nachzubauen. Den Weihnachtsmarkt in Karlsruhe mit Hütten. Was wird da passieren? Da ist dann eine Landschaft aufgebaut worden. Da laufen dann Figuren von A nach B. Manche haben einen Hund dabei. Und da mussten sie sich eigentlich so eine Crime Story ausdenken, noch zusätzlich, was da passiert, die dann die anderen lösen mussten, wenn sie dann auf diesen Platz gehen. Das Schöne bei dieser ganzen Sache ist, dass man sie sowohl mit Cardboard-Brillen als auch mit einer VR-Brille später dann 360 Grad eigentlich rundum sehen kann. Und das macht es dann natürlich ziemlich spannend, wenn man sich dann durch diese Landschaft, die sie selbst programmiert haben, bewegen kann. Die Schwierigkeitsstufe eben auf dem höheren Niveau ist dann eben auch so Figuren bewegen zu lassen, zum Beispiel, dass der Nikolaus dann von oben von so einer Hütte runterrutscht und dann unten landet. Und dadurch hat man auch ganz viele Niveaustufen. Und was hier ganz schön war, auf einmal haben sich da Schülerinnen und Schüler hervorgetan, die hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Bildschirm, dass die da jetzt richtig, richtig Leistung bringen können. Hier sehen Sie das Baukastensystem um Calliope Mini. Der Calliope Mini kann programmiert werden mit ganz einfachen Befehlen und der hat Leuchtioden an der Seite, die man eben zum Blinken bringen kann und je nachdem, wie man ihn programmiert, spielt er eben einen bestimmten Text ab. Dann darf man auch auf gar keinen Fall vernachlässigen, alles, was Google anbietet, in dem Fall Google Expeditions. Lässt sich wunderbar auf dem Smartphone und auf dem Tablet abrufen, hat sehr, sehr viele Augmented Reality Anwendungen parat. Wenn man Chemie eingibt, findet man doch schon, ich glaube, 6, 7 recht praktische, gute Anwendungen vom Periodensystem, angefangen bis hin zu eben diesem Versuchsaufbau mit der Durchführung. Wäre also auch hier eine spannende Sache, wenn Sie auch eine Cardboard-Brille haben, entweder in Papierform, wo dann die Schülerinnen und Schüler einfach ihr Smartphone reinstecken können oder sogar mit einer VR-Brille. Es geht aber auch einfach im ganz normalen AR-Modus. Und in dem Fall kann ich dann eben Gegenstände in meinem Raum generieren. Und wenn ich durch mein Smartphone oder mein Tablet schaue, ergeben sich dann die Gegenstände direkt vor mir auf dem Tisch. Und
Ein Kollege hat sich mal gewundert, er kam zu mir ins Zimmer und wunderte sich, warum alle Schüler am Boden rumrutschten und was die am Boden denn suchen würden. Und bis man ihm erklärt hat, dass die Schülerinnen und Schüler jetzt gerade durch ihr Tablet etwas sehen, was wir nicht sehen können, aber sie können es eben sehen. Und hier habe ich ein Beispiel, wo ich in dem Fall ein Foto gemacht hatte von Charlotte. Lohnt sich auf jeden Fall Google Expeditions. Für so ziemlich alle Fächer ist da immer was Interessantes dabei. Von der Didaktik her empfehlen wir aber die AR-Anwendung eher gegen Ende von einer Einheit immer zu implementieren. Oftmals ist der Mehrwert nicht immer sofort erkennbar, es sei denn, die Arbeitsmaterialien sind so ausgearbeitet, dass man dann in dieser AR-Anwendung etwas machen muss, was ein bisschen komplexer ist. Also man muss ein bisschen wegkommen von diesem, wir schauen uns das Ganze einfach nur an. Hier haben wir den Book Creator nochmal als Versuchsdokumentation. Wir werden jetzt hier nicht länger drauf eingehen, weil wir wirklich nicht mehr lange Zeit haben, um Ihnen noch ein paar Beispiele zu zeigen. AK Minilabor kennen Sie wahrscheinlich, ist eine der bekanntesten Chemie-Apps, glaube ich, wo Sie das Periodensystem und so weiter und so fort, verschiedene chemische Reaktionen und so weiter nochmal darstellen können. Diese App heißt Chemist. In Chemist können Sie, Chemist ist sozusagen ein tragbares Chemielabor. Hier können Sie zum Beispiel den pH-Wert bestimmen von Schwefelsäure oder was ähnlichem und Sie können Wasser hinzugeben und so weiter und so fort. Also Sie können Versuche nachbauen oder nachstellen. Vielleicht noch eine letzte oder zwei letzte Seiten noch, Max. Für Physik hat sich die Webseite LIFEY ziemlich gut angeboten. Da gibt es doch sehr, sehr viele Arbeitsmaterialien und Inhalte und Vorschläge für Experimente im Physikunterricht, aufgeteilt nach Jahrgangsstufen und Bundesland. Aber wahrscheinlich als Physiklehrer ist man da definitiv schon drüber gestolpert. Das ist so einfach so ein Klassiker, den sollte man einfach kennen. Dann auch interessant ist die App FET-Simulationen. Die kostet zwar ein bisschen was, aber sie ist das Geld wert. Auch hier aufgeteilt nach verschiedenen Fächern und Jahrgangsstufen, Altersstufen, werden hier im Grunde genommen Lernsituationen angeboten und Simulationen zum Beispiel, wie Atome reagieren, wie Energie erforscht werden kann. Und wir finden es eine ganz schöne Sache. Das Geld ist es wert, in Lehrerhand die paar Euro sinnvoll einzusetzen. Und damit hat man doch sehr viele Möglichkeiten im Unterricht. Ja, wir konnten Ihnen jetzt leider nur einen ganz kleinen Einblick geben in unseren Erfahrungsschatz und jede App auch nur ganz kurz anreißen, was immer ein bisschen schade ist, weil man den Hintergrund dazu oder die Erfahrungen dazu nicht erklären kann. Ja, halbe Stunde Zeit, die ist jetzt um. Wir hoffen, Sie konnten wenigstens trotzdem ein bisschen was mitnehmen und vielleicht sieht man sich ja nochmal irgendwann, irgendwo. Ja, liebe Frau Kopp, lieber Herr Stoller, vielen Dank für diese wirklich sehr hilfreichen Anregungen für den digitalen Unterricht. Wenn uns im Nachgang noch Fragen erreichen, leiten wir die natürlich sehr gerne an Sie weiter. Wir möchten nun nochmal ein ganz anderes Thema aufgreifen. Das Thema berufliche Orientierung liegt uns natürlich auch sehr am Herzen. Und da hat die chemische und pharmazeutische Industrie wirklich sehr viel zu bieten. Chemie ist Vielfalt im wahrsten Sinne des Wortes. Mehr als 50 verschiedene duale Ausbildungsberufe und duale Studiengänge werden angegeben. Egal ob im naturwissenschaftlichen, im kaufmännischen oder gewerblich-technischen Bereich, in alle Richtungen und auf allen Niveaustufen gibt es einen passenden Einstieg. Wie so ein Einstieg in der Praxis aussehen kann, möchten wir jetzt am Beispiel der Miro Mineralölraffinerie Oberrhein aufzeigen. Die Miro hier in Karlsruhe ist die größte Raffinerie Deutschlands. Wir schalten hierzu zum Miro und begrüßen recht herzlich Herrn Flick, den Ausbilder an der Miro. Only person in this conference. Hallo Herr Bacher, hallo in die Runde. Hallo Herr Flick. Können Sie die Miro vielleicht ganz kurz vorstellen? Ja klar, gerne. Miro, wie gesagt, Mineralölraffinerie Oberrhein, haben Sie natürlich eben schon vorgestellt. Die Miro in Karlsruhe ist die größte Raffinerie in Deutschland. Die Miro ist ein Gesellschaftsunternehmen der Firma Shell, der Firma ExxonMobil, der Rosneft und der Phillips 66. Wir verarbeiten hier in Karlsruhe ca. 15 Millionen Tonnen Rohöl pro Jahr, was für Sie natürlich extrem viel sich anhört, ja, ist auch wirklich viel.
Und in Summe sind das, sage ich mal so, circa 3 Badewannen pro Sekunde. Ja? Vielleicht besser vorstellbar. Wir haben 1000 Mitarbeiter hier in Karlsruhe. Und ja, ist natürlich für die Technologieregion Karlsruhe ein sehr wichtiges Unternehmen. Wie viele Auszubildende und dual Studierende gibt es denn bei der Miro? Wir haben ca. 60 bis 70 Auszubildende und DH-Studenten hier bei Miro. Die Ausbildungsberufe, die wir hier ausbilden, sind zum größten Teil der Chemikant, der Fachexperte eben für die Produktion. Wir haben Elektroniker für Automatisierungstechnik, Industriemechaniker, Chemielaboranten und dann auch die DH-Studiengänge Maschinenbau, Elektrotechnik, Informationstechnik, die wir ja sehr bedarfsorientiert ausbilden. Da sieht man ja mal wirklich die ganze Bandbreite der Berufe, kann man auch bei der Miro erlernen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, 2 Auszubildende kennenzulernen, die ihren Ausbildungsberuf vorstellen. Welche Berufe werden denn vorgestellt? Ja, zum einen werden Sie gleich die Frau Hesager sehen. Sie ist Chemikantin im dritten Ausbildungsjahr und den Herr Philemon Gesk als Elektroniker für Automatisierungstechnik. Ja, spannend. Ich bin mir sicher, viele kennen den Beruf Chemikant, Chemikantin noch gar nicht. Was macht denn eine Chemikantin in einer Raffinerie? Hallo. Also wir Chemikanten sind sehr wichtig für die Anlagen. Daher nennt man uns auch die Experten der Produktion. Wir fahren die großtechnischen Anlagen nach bestimmten Spezifikationen, Temperaturen und Drücken, um die gewünschte Qualität der Produkte zu erreichen. Wir kümmern uns um kleine Instandhaltungen und Reparaturen. Außerdem gehen wir unseren täglichen Routinegängen nach, bei denen wir unseren Arbeitsplatz oder Arbeitsbereich auf Undichtigkeiten, Temperaturen und Drücke kontrollieren. Man kann also sagen, ohne Chemikanten geht in einer Raffinerie gar nichts. Was gefällt Ihnen ganz besonders an Ihrem Beruf? Der Beruf ist sehr vielseitig. Wir arbeiten im Team, aber auch allein und selbstständig. Was mich fasziniert, ist jeden Tag aufs Neue die Anlage, wie groß sie ist und wie interessant sie ist. Jeden Tag kann etwas Neues auf einen zukommen und man hat immer was Neues zu tun. Ja, das hört sich wirklich sehr abwechslungsreich an. Das heißt, Sie sind auch im Freien und im Inneren von der Anlage auch mal, also im Gebäude und auch im Freien in der Anlage unterwegs. Ja. Ja, super. Vielen Dank. Wir können noch einen zweiten Beruf etwas näher kennenlernen. An den denkt man wahrscheinlich auch nicht unbedingt, wenn man an die Chemiebranche, von der Chemiebranche spricht. Einen Elektroniker haben wir auch noch hier. Ja, einen schönen guten Tag. Genau. Ich bin der Philemon Gesk. Ich bin ja der Elektroniker für Automatisierungstechnik. Wie sind Sie denn zu Ihrem Ausbildungsberuf gekommen? Doch, also mein Ausbildungsberuf, den bin ich gekommen, hauptsächlich durch meine Familie. Mein Vater hat schon damals, als er mit seinem Studium fertig war, wollte er unbedingt zu Miro. Später hat sich dann mein Bruder hier bei dem Miro beworben und hat mir dann immer zu Hause ganz begeistert von diesen tollen Anlagen, von der Größe, von der tollen Gemeinschaft erzählt. Und das hat letztendlich mich dazu bewogen, auch mich hier bei dem Miro zu bewerben. Und warum ist der Beruf des Elektronikers jetzt genau der richtige für Sie? Das hört sich ja schon an, Sie sind recht begeistert bei der Sache dabei. Ja, tatsächlich, weil der Beruf des Elektronikers ist extremst vielseitig. Also wir sind einmal draußen, ähnlich wie die Chemikanten an den Anlagen, haben aber zum Teil aber auch sehr viele Arbeiten drinnen zu erledigen. Es ist ein sehr, sehr gutes Gleichgewicht zwischen aktivem Handwerk, das man ausübt, wenn man jetzt Geräte tauschen muss oder schrauben muss und halt auch dem theoretischen Part, wenn man sich in so eine Anlage reindenken und reinfuchsen muss, das ist extrem ein großer Vorteil vom Elektroniker. Wie viele Elektroniker sind Sie denn in Ihrem Ausbildungsjahr oder auch insgesamt? Haben Sie da einen Überblick? Wie viele sind Sie bei der Miro? Also jetzt insgesamt in der Ausbildung sind es meist so um die 10 Stück. Also doch auch eine ganze Menge. Wo findet man denn die ganzen Informationen zur Ausbildung bei der Miro? Also wenn Sie sich umfassend über die Ausbildung bei der Miro informieren wollen, dann empfehle ich Ihnen, dass Sie auf die Webseite der Miro gehen, www.miro-ka.de und dann unter dem Reiter Ausbildung. Und dort finden Sie dann die ganzen Angebote, welcher Ausbildungslehrgang gerade angeboten wird. Und da stehen auch die Kontaktadressen von dem, zum Beispiel dem Herrn Flick
den Sie ja schon vorher gehört haben, den können Sie dann auch einfach mal anschreiben, wenn es zum Beispiel um ein Praktikum geht oder tatsächlich die Bewerbung auf eine Ausbildungsstelle. Das ist natürlich ein wichtiger Tipp, gerade für die Schulen. Praktikum, ganz wichtig, vielleicht die Frage auch noch an den Herrn Flick nochmal. Haben Sie vielleicht auch eine Übersicht, wie viele Praktikanten bei Ihnen im Unternehmen tätig sind? Also wie viele Praktikumsplätze Sie anbieten? Ja, Herr Pfarrer, wir haben tatsächlich, in der Regel bieten wir so 50 bis 60 Praktikas über ein Jahr hinweg an. Nur weil auch die Pandemie uns einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht im Laufe des Jahres. Und wir durften bisher keine Praktikas durchführen. Und das ist sehr schade für uns, weil wir einen sehr, sehr großen Teil unserer Auszubildenden eben aus Praktikas gewinnen können. Ne? Von daher, Praktikas sind für uns lebensnotwendig. Wir hoffen, dass wir die spätestens am Anfang 2021 wieder starten können, um gute junge Menschen zu gewinnen für Miro. Da drücke ich natürlich auch ganz feste die Daumen. Also vielen Dank für die Übersicht zur Ausbildung bei der Miro. Eine ganz gute Übersicht zur Ausbildung in der chemischen und pharmazeutischen Industrie bietet natürlich auch die Internetseite Elementare Vielfalt. Da kann man tagesaktuell offene Ausbildungsplätze bundesweit finden, aber natürlich auch die Stellen der Miro sind dort zu finden. Vielen Dank. Wir kommen nun auch schon zum zweiten Experimentalchemie-Vortrag. Professor Marco Oetken und Dennis Lücke von der Pädagogischen Hochschule in Freiburg erklären uns, warum Verbrecher ihr blaues Wunder erleben. Ja, herzlich willkommen zu unserem Vortrag mit dem Kurztitel Mit Berliner Blau auf Verbrecherjagd. Seit 1952 sind Fingerabdrücke in Deutschland vor Gericht als Beweismittel allgemein gültig. Seitdem haben Fingerabdrücke eine wahre Erfolgsgeschichte hinter sich. Fingerabdrücke bedingen unter anderem die relativ neuartige, seit 1952 wie gesagt, forensische Richtung der Daktyloskopie und sind maßgeblich auch präsent in Kriminalliteratur, in Filmen und in Serien, was Fingerabdrücke generell sehr interessant macht als Unterrichtskontext. Was sind Fingerabdrücke eigentlich? Fingerabdrücke finden wir selbstverständlich auf unseren Fingern. Bei genauerer Betrachtung der Fingerkuppen sehen wir die sogenannten Papillarleisten. Papillarleisten sind Erhebungen und Senkungen unserer Haut an den Fingerkuppen. Und weil unsere Haut konstant Teigefette, aber auch Schweiß abgibt, übertragen wir diese Ausdünstungen bei Kontakt mit einem Spurenträger in Form und Muster dieser Papillarleisten direkt auf den Spurenträger. Diesen Fingerabdruck sehen wir nicht direkt. Er ist ein latenter Fingerabdruck, er ist aber durchaus da und kann durch verschiedene Methoden sichtbar gemacht werden. Eine der wahrscheinlich bekanntesten Methoden ist die sogenannte Pulvermethode. Bei der Pulvermethode wird ein kontrastreiches Pulver auf den Spurenträger aufgetragen, anschließend wieder abgepinselt und Reste davon fangen sich dann in dem latenten Fingerabdruck und machen diesen sichtbar. Eine weitere sehr verbreitete Methode ist die Sekundenklebermethode. Hier wird der latente Fingerabdruck Dämpfen von Sekundenklebern ausgesetzt und diese Dämpfe polymerisieren dann in den wässrigen Bestandteilen des Fingerabdrucks und machen ihn so sichtbar. Heute wollen wir uns aber auf die elektrochemischen Methoden zur Visualisierung latenter Fingerabdrücke konzentrieren. Die einfachste Möglichkeit, um einen Fingerabdruck elektrochemisch sichtbar zu machen, ist die Zementation. Wenn wir, wie in diesem Beispiel, ein Zinkblech als Spurenträger haben, was insgesamt ja ein unedles Metall darstellt, hier einen Fingerabdruck drauf hinterlassen und diesen dann in eine Metallsalzlösung eines edleren Metalls überführen, scheidet sich das edlere Metall ab, das unedlere Metall geht in Lösung und diese Abscheidung kann nur dort geschehen, wo der Spurenträger nicht durch die Ablagerungen des Fingerabdrucks, das heißt durch die Teige und Fette, geschützt ist. Das Ganze werden wir jetzt auch im Experiment einmal live vorführen. Ein kleiner Tipp, zu Corona-Zeiten ist es relativ schwierig, an fettige Fingerabdrücke von Schülerinnen und Schülern zu kommen. Das ganze Händewaschen macht das doch relativ schwierig. Aber auf dem Stirnbereich, an der Nase und auch hinterm Ohr finden sich besonders viele Talgdrüsen. Wenn man sich dort kurz den Finger reibt, hat man eigentlich immer genug Material am Finger, um einen wirklich guten Fingerabdruck zu platzieren. Ich nehme jetzt also meinen Finger, setze ihn auf meinen unedlen
Metallspurenträger, nämlich ein Zinkblech, und halte das Ganze jetzt für wenige Sekunden in eine Kupfersulfatlösung. Das reicht schon. Die Reste des Elektrolyten wasche ich kurz in destilliertem Wasser ab. Guck mir das Ergebnis einmal an. Das sieht ganz gut aus. Den hänge ich zur Visualisierung kurz an unsere Magnetwand. Und erkenntlich wird auf jeden Fall, dass der Fingerabdruck in Form des Kontrastes vom Kupfer auf das Zink ersichtlich wird. Das Ganze funktioniert natürlich auch durch elektrolytische Verfahren. So können wir edlere Metalle auf unedleren, leitfähigen Oberflächen abscheiden. Alles, was wir dazu noch zusätzlich brauchen, ist eine entsprechende Spannungsquelle und eine Gegenelektrode. Wir verwenden für diesen Fall immer Graphitfolie. Der Fingerabdruck muss natürlich im Unterricht auch noch ausgewertet werden und auch hierfür gibt es digitale und kostenfreie Tools für die Schule. Zunächst einmal muss der Fingerabdruck irgendwie dokumentiert werden. Sie können ihn mit einem Smartphone, Sie können ihn aber auch mit einem Tablet oder einer Digitalkamera abfotografieren, können ihn dann in Ihren Computer einlesen und müssen dann dieses Bild exakt auf den Fingerabdruck zuschneiden. Wenn das passiert ist, kann der Fingerabdruck in die kostenlose Demo-Software von Neurotech eingefügt werden, dort mit bereits gespeicherten Fingerabdrücken abgeglichen werden und so tatsächlich eindeutig einer Person zugeordnet werden. Heute soll es ja im ganz Speziellen um Fingerabdrucknachweis mit Berliner Blau gehen. Berliner Blau ist seit Jahrhunderten bekannt als Färbemittel. Die preußischen Uniformen wurden einst mit Berliner Blau gefärbt, aber auch Kunstwerke weisen häufig Berliner Blau als blaues Farbpigment auf. Auch die elektrochemischen Eigenschaften von Berliner Blau sind durchaus bekannt. So kann Berliner Blau beispielsweise für die Herstellung elektrochromer Fensterscheiben eingesetzt werden. Und wie zahlreiche Publikationen auch zeigen, eignet sich Berliner Blau, um tatsächlich latente Fingerabdrücke sichtbar zu machen. Wenn wir uns das Ganze jetzt in der Fachliteratur angucken und nachlesen, wie denn ein Forensiker jetzt für dieses Thema explizit vorgeht, dann stellt sich heraus, so einfach ist dieser Versuchsaufbau gar nicht. Hier wird das Berliner Blau über Zyklovoltammetrie unter Zuhilfenahme verschiedener Referenzelektroden auf den Spurenträger aufgetragen, was bei Erstbetrachtung darauf hindeutet, dass sich dieses Thema gar nicht so einfach im Schulunterricht umsetzen lässt. Die Herausforderung nehmen wir einmal an und nehmen als ersten Spurenträger für Berliner Blau ein sogenanntes FTO-Glas. FTO-Glas ist nichts weiter als eine Glasplatte, die auf einer Seite, die hier mit einem Klebestreifen bereits markiert ist, leitfähig beschichtet ist. Dieses FTO-Glas bietet einen hervorragenden Kontrast für Berliner Blau, weswegen wir es hier auch einsetzen. Wieder fette ich meinen Finger ein, um einen möglichst guten Abdruck hinzubekommen. Setze meinen Fingerabdruck auf unseren Spurenträger. Das FTO-Glas wird in diesem Fall als Minuspol geschaltet und als Gegenelektrode am Pluspol dient eine Graphitfolie. Das Ganze soll jetzt für ungefähr eine Minute bei einem Volt elektrolysiert werden. Was Sie als Elektrolyt hier sehen, ist übrigens eine Berliner Braunlösung. Das ist nichts weiter als Eisen-3-Sulfat und Kalium-Hexa-Cyanoferrat 3, jeweils im Verhältnis 1 zu 1, insgesamt 0,1 Molar. Dann schalten wir die Spannungsquelle einmal ein und elektrolysieren. Lassen dabei die Stoppuhr laufen, damit ich das ein bisschen im Blick habe. Und was sollte jetzt theoretisch passieren? Unser Berliner Blau liegt derzeit noch als Berliner Braun vor. Das bedeutet, dass beide Eisenionen, die an diesem Komplex beteiligt sind, als Eisen 3 vorliegen. Durch das Anlegen einer Spannung reduzieren wir eines der Eisenionen zu Eisen 2 und es scheidet sich entsprechend Berliner Blau auf unserem FTO-Glas ab. Diese Abscheidung kann aber nur dort geschehen, wo der Spurenträger nicht durch den Fingerabdruck geschützt ist. Wir erhalten also einen Negativabdruck von unserem Fingerabdruck. Jetzt gucke ich schon mal nach, ob das Ganze okay aussieht. Ja, das sieht gut aus.
Auch hier spüle ich die Reste von unserem Elektrolyten einmal ab und hänge das Ganze dann hoffentlich stabil an unsere Pinnwand. Das sollte halten. Und hier zeigt sich nun auch der gute Kontrast, den das Berliner Blau ergibt. Es hat sich also gezeigt, dass wir Berliner Blau tatsächlich nicht nur über Zyklovoltammetrie abscheiden können, sondern dass das auch in einer ganz einfachen Elektrolysezelle, hier sogar in einer Tic-Tac-Dose, ohne Probleme durchführbar ist und tatsächlich auch Fingerabdrücke visualisieren kann. Diese besonders kontrollierten Bedingungen, die die Forensiker einsetzen mit ihrem Versuchsaufbau, sind vornehmlich darin begründet, dass Forensiker natürlich nur eine einzige Möglichkeit haben, einen Fingerabdruck nachzuweisen. Wenn das schief geht, dann ist das Beweismittel unwiederbringlich kaputt und kann nicht wieder rekonstruiert werden, während wir im Chemieunterricht mehrere Versuche haben, um einen Fingerabdruck wirklich gut hinzubekommen. Als nächstes stellt sich aber die Frage, wenn das Ganze auch mit Kupfer funktioniert, warum müssen wir dann unbedingt mit Berliner Blau arbeiten? Und der Grund dafür ist die Partikelgröße, in der sich Berliner Blau auf unserem Spurenträger abscheidet. Sie müssen sich diese Partikel vorstellen wie Pixel auf einem Bild. Während Kupfer relativ grob pixelig abgeschieden wird, zeigen sich Berliner Blauabscheidungen besonders feinkörnig. Und das führt zu einer insgesamt höheren Auflösung des Fingerabdruckes und zu einer besonders großen Qualität für diesen Fingerabdruck. Und das geht so weit, dass man in einem Fingerabdruck mit Berliner Blau sogar die Schweißporen auf den Papillarleisten erkennen kann. Die Qualität ist also ausschlaggebend dafür, dass man Berliner Blau für die Visualisierung von Fingerabdrücken nutzt. Die Frage, die jetzt offen steht, ist, wenn wir wirklich einen Kriminalfall konstruieren, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass unser Einbrecher in die Wohnung kommt, auf die leitfähige Seite eines FTO-Glases greift und wir dort den Fingerabdruck finden, um einen Täter zu überführen? Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Darum die Frage, können wir in unserer ganz einfachen Elektrolysezelle auch auf anderen leitfähigen Materialien den Fingerabdruck mit Berliner Blau visualisieren? Und wie diese Folie bereits zeigt, klappt das hier am Beispiel von Berliner Blau auf einem Kupferblech. Auch das funktioniert. Je nachdem, was Sie für einen Spurenträger haben, müssen Sie allerdings darauf achten, dass die Elektrolysespannung und die Elektrolysezeit sich entsprechend vom Material unterscheidet. Im nächsten Aufbau wollen wir nun mit Alltagsmaterialien einen Fingerabdruck auf einem tatsächlichen Spurenträger nachweisen. Wir versuchen dabei, auf möglichst wenig Laborequipment zurückzugreifen. Als Spannungsquelle nutzen wir in diesem Fall nicht mehr diese große, sondern eine ganz einfache 1,5 Volt Batterie aus dem Handel. Als Elektrodenmaterial werden wir in diesem Fall keine Graphitfolie nehmen, sondern nichts weiter als eine Bleistiftmine. Auch die ist ohne Probleme im Einzelhandel erhältlich. Und unser Spurenträger ist in diesem Fall ein Edelstahlmesser. Auf dieses Edelstahlmesser werde ich jetzt einen Fingerabdruck setzen. Werde den Spurenträger entsprechend wieder als Minuspol schalten und in unsere Berliner Braunlösung einführen und jetzt werde ich mit den Kabeln die Batterie berühren für ungefähr 10 Sekunden. Schauen wir, ob das schon reicht. Ja, es geht. Es hätte wahrscheinlich noch ein bisschen länger gekonnt. Aber ich denke, man erkennt ihn schon ganz gut. Diesmal also mit Berliner Blau auf Edelstahl.
Tatsächlich kann man also auch Berliner Blau nutzen, um auf anderen leitfähigen Materialien entsprechend den Fingerabdruck nachzuweisen. Und man kann eben auch eine besonders hohe Qualität als Fingerabdruck erreichen. Hier dargestellt ist eine Übersicht von potenziellen Spurenträgern mit den jeweiligen Elektrolyse-Spannungen und der Elektrolyse-Dauer, die Frau Rachel-Fischer zusammengestellt hat, die die maßgebliche Expertin aus der PH Freiburg für dieses Thema ist. Als Gegenelektrode kam in all diesen Fällen die Graphitfolie zum Einsatz. Und damit übergebe ich an meinen werten Kollegen Marco Oetken. Ich brauche das Ding. Ja, lieber Dennis, vielen Dank für deinen tollen Vortrag. Ich als Betreuer muss aber dennoch auch ein wenig Kritik anbringen, denn er hat einen Aspekt nicht genannt. Er hat viele Vorzüge dieser Nachweismethode erwähnt, aber er hat ein Problem ausgelassen, was Ihnen die nächste Folie einmal zeigt. Sie sehen hier ein paar Ausschnitte aus der forensischen Fachliteratur und dort können Sie nachlesen, dass es ein Problem gibt, der Fingerabdruck verschwindet sehr schnell. Das heißt, die Auswertung des Abdrucks muss sehr schnell geschehen. Er ist zwar sehr genau, aber wie gesagt, er scheint zu verschwinden, zu verblassen und dann nicht mehr auffindbar zu sein. Wir haben uns mal die Mühe gemacht und einmal die Potenziallage der Spurenträger zusammengestellt. Und da sehen Sie ganz deutlich, dass die Potenziale alle negativer sind als das eigentliche Eisenpotenzial. Und das hat uns auf eine bestimmte Theorie geführt, die ich Ihnen auch gleich etwas weiter erläutern möchte. Des Weiteren müssen Sie sich auch überlegen, wie wir diesen Fingerabdruck gewonnen haben, denn das hat der Lücke ja gerade gezeigt. Er hat einfach den Spurenträger in eine Elektrolytlösung eingetaucht. Das heißt, die Situationen, die wir vorliegen haben, sind exakt die, die wir bei einem Lokalelement kennen. Das heißt, wir haben die Theorie entwickelt, dass es hier zu einem Lokalelement kommt in der Weise, in dem Beispiel, was Sie auf der Folie sehen, haben Sie eine Zinkunterlage als Spurenträger, dass sich Zink einfach anodisch auflöst und die Elektronen elektrochemisch im Sinne eines Lokalelementes einfach auf das Berliner Blau überträgt und dieses dann zu Berliner Weiß reduziert. Das heißt, der Fingerabdruck wäre eigentlich nicht verschwunden, sondern er wäre einfach in eine andere elektrochrome Form überführt, und zwar in Berliner Weiß. Diese Theorie wird auch noch dadurch erhärtet, dass wir festgestellt haben, dass die Fingerabdrücke auf Spurenträgern, die unterhalb des Potenzials des Eisens liegen, die also positiver sind, durchaus erhalten bleiben. Das sehen Sie ebenfalls auf der Folie. Auf Silber zum Beispiel bleibt der Fingerabdruck absolut erhalten. Oder auch auf FTO-Glas, das Potenzial haben wir bestimmt. Sie sehen, in welchem positiven Bereich sich dieses befindet. Wir möchten da jetzt mal in einem Experiment die Bedingungen nachstellen, die wir finden, wenn wir ein Lokalelement als erklärende Theorie ansehen. Dazu nehme ich einmal hier das FTO-Glas wieder weg. Ups, das ist runtergefallen. Ich tauche das, wie Sie es in der Folie gerade gesehen haben, hier in eine Kaliumnitratlösung ein und führe ein Lokalelement herbei, indem ich einfach ein Zinkblech hier oben drauf lege. Und während das Experiment läuft, zeige ich auf der nächsten Folie einmal einen Film, der dieses Experiment von oben aufgenommen hat. Ich starte mal den Film und Sie sehen den Effekt, wie gleich das Lokalelement zu wirken beginnt. Das rechte Bild zeigt nochmal direkt den Fingerabdruck und Sie sehen tatsächlich hier, kann man erkennen, was die Forensiker beklagen sozusagen. Der Fingerabdruck verschwindet nach einiger Zeit und scheint dann nicht mehr auffindbar zu sein. So, das ist die Situation. Hier dauert es noch ein klein wenig im Experiment, aber von daher umso besser, dass wir den Film dabei hatten. Ich mache mal weiter mit der Präsentation. Wir können diese Lokalströme sogar in einem Experiment nachweisen. Das zeigt Ihnen die nächste Folie. Wir haben hier einmal einen elektrischen Verbraucher zwischen unsere elektrochemische Anordnung gestellt. Und wenn ich den Film starte, sehen Sie gleich, wie der Kontakt zum FTO-Glas hergestellt wird. Der Propeller beginnt sich zu drehen. Das sind jetzt die versteckten Lokalströme, die fließen, die jetzt zum
Verschwinden des Fingerabdrucks beitragen. Und Sie sehen auch hier, der Fingerabdruck ist verschwunden und theoriekonform kommt der Propeller tatsächlich zum Stehen in dem Moment, wo der Fingerabdruck verschwunden ist. Jetzt kommt die eigentliche Überlegung. Wenn diese Theorie stimmt, dann müssten wir eigentlich diesen verschwunden geglaubten Fingerabdruck wiederbekommen können, indem wir einfach elektrochemisch umpolen. Indem wir also den Fingerabdruck zum Pluspol schalten, das heißt Elektronen entfernen. Und auf diese Art und Weise müsste dann eigentlich der verloren geglaubte Fingerabdruck wieder erscheinen. Und das zeigt Ihnen jetzt auch die nächste Filmsequenz. Wir entziehen jetzt dem FTO-Glas die Elektronen und Sie sehen, da ist der verschwunden geglaubte Fingerabdruck wieder vorhanden. Das heißt, die Forensiker können sich quasi beruhigen. Dieser Abdruck ist nicht verschwunden, er ist nur zur Berliner Weiß geworden und kann jederzeit wieder rekonstruiert werden. Wie kann man jetzt also, wenn man dieses Wissen hat, den Fingerabdruck möglicherweise dauerhaft konservieren? Und auf der Folie sehen Sie auch schon zwei Anhaltspunkte, wie man das machen kann. Zum einen müssten wir versuchen, den Elektrolyten zu entfernen. Denn nur wenn ein Elektrolyt auf dem Spurenträger vorhanden ist, dann kann es ja überhaupt zu einer Lokalelementbildung kommen. Und das wollen wir jetzt einmal machen. Dennis, du musst doch hier einmal kurz die Folie herstellen. Das machen wir jetzt im Experiment. Herr Lücke wird jetzt also auf einem Kupferblech einen Fingerabdruck installieren und dieses Kupferblech wäre vom Spurenträger her gesehen geeignet, ein Lokalelement zu erzeugen und es sollte dann mit der Zeit, wie Sie das ja auf den Folien auch gesehen haben, zu einem Verschwinden des Fingerabdrucks kommen. Und das wollen wir jetzt gleich einmal verhindern. Auf der Folie sehen Sie auch noch mal als Beispiel das Berliner Blau auf dem Kupfer und nach einiger Zeit, nach wenigen Minuten wäre der Fingerabdruck verschwunden, da es eben halt, wie gesagt, zu dieser Lokalelementbildung kommt. Und eine Möglichkeit, diesen Elektrolyten zu entfernen, ist letztendlich ganz einfach für die Schule auch simpel umzusetzen. Wir müssen diesen Elektrolyten entfernen, indem wir Wärme zuführen. Das machen wir gleich in Form mit einem Föhn, den wir hier schon bereitgestellt haben. Und auf diese Art und Weise sollte dann der Fingerabdruck stabil bleiben. Jetzt haben wir schon hier, sieht sehr, sehr gut aus. Vielleicht halte ich das nochmal in die Kamera, wenn Sie das so einfangen können. Ich warte, ja, da kann man hoffentlich so einigermaßen diesen Fingerabdruck erkennen. Und jetzt werde ich ihn hier einspannen. Jetzt wird es ein wenig laut, das dauert so 20 Sekunden etwa. Das sollte reichen. Ich kann schon gut erkennen, dass der Elektrolyt verschwunden ist. Das war jetzt nicht so abgesprochen, aber Dennis, ja, noch nicht ganz. Aber vielleicht kannst du mal in die Kamera gehen nach vorne und kannst das mal etwas näher dran zeigen, weil wir relativ genau so machen wir das. Und der würde jetzt, wie gesagt, über Tage stabil bleiben, da eben halt der Elektrolyt entfernt wurde. Sie müssen eben halt nur dafür sorgen, dass er unter trockenen Bedingungen gelagert wird. So, jetzt brauche ich die Präsentation wieder. Eine andere Methode, die Sie auch nutzen können, ist der sogenannte kathodische Korrosionsschutz. Das heißt, Sie müssen einfach dafür sorgen, dass sich der Spurenträger eben halt nicht anodisch auflöst. Und das macht man in der Elektrochemie und in der Korrosionsforschung bekannterweise mit dem sogenannten kathodischen Korrosionsschutz. Auf diese Art und Weise können Sie den Abdruck auch stabil halten. Und die nächste Folie zeigt Ihnen einmal das Ergebnis. Auf der linken Seite sehen Sie, was passieren würde, Fingerabdruck Berliner Blau auf dem Kupferblech, wenn Sie keine weiteren Vorkehrungen treffen. Und auf der rechten Seite sehen Sie, wenn Sie das Potenzial richtig einjustieren, die Spannung korrekt anlegen, dass Sie diesen Fingerabdruck über Stunden stabil halten können und somit auch die forensische Auswertung von der Zeit her kein Problem mehr darstellt. Ja, ich hoffe, wir sind in der Zeit geblieben. Ich hoffe, wir konnten Ihnen auch unter diesen digitalen Bedingungen einige spannende Einblicke in das Thema der Forensik liefern.
Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund und wir hoffen, dass wir uns bald alle einmal live wiedersehen. Dankeschön. Lieber Professor lieber Herr Professor Oetken, lieber Herr Lücke, vielen Dank für diese Anregung, für den tollen Experimentalvortrag. In den vergangenen 2 Stunden haben wir jetzt viele Anregungen gegeben für den experimentellen Unterricht. Natürlich stellt sich jetzt auch die Frage, wie kann man die ganzen Experimente finanzieren? Einen ersten Hinweis hat Dr. Braun vorhin in seinem Beitrag ja bereits gegeben. Das wollen wir jetzt nochmal aufgreifen und schalten nach Frankfurt zur Frau Stormer-Häusler. Jeanette Stormer-Häusler ist beim Fonds der chemischen Industrie und kann Ihnen Informationen zu den vielfältigen Fördermöglichkeiten geben. Ja, guten Tag. Schön, dass ich dabei bin. Vielleicht zum Einstieg noch mal ganz kurz zum Fonds selber. Was ist der Fonds der chemischen Industrie und wie finanziert sich der Fonds der chemischen Industrie? Also der Fonds der chemischen Industrie ist das Förderwerk des Verbands der chemischen Industrie und stellt eben verschiedenste Fördermöglichkeiten für den Nachwuchswissenschaftler und auch die Grundlagenforschung der Chemie dar, aber natürlich auch für den Chemieunterricht an Schulen. Dort verschiedenste Fördermaßnahmen und dieses Schulförderprogramm Schulpartnerschaft Chemie gibt es seit 2001. Und für dieses Jahr, ja, wird im Rahmen dieser Schulförderung ist ein Etat von 3 Millionen Euro vorgesehen. Für die verschiedensten Fördermaßnahmen, die wir dort anbieten. Welche Fördermaßnahmen gibt es ganz konkret für die Schulen? Also da unterscheiden wir Fördermaßnahmen, die direkt in die Schulen hineinwirken, aber auch Fördermaßnahmen, die die Lehrkräfte ansprechen und eben auch Fördermaßnahmen, die eben direkt an die Schülerinnen und Schüler gehen. Und eine ganz wichtige Fördermaßnahme ist die Unterrichtsförderung. Was wird ganz konkret gefördert vom Fonds? Also vom Fonds im Rahmen der Unterrichtsförderung wird ganz konkret gefördert Materialien, die zum chemischen Experimentieren benötigt werden, um eben einen experimentellen, anschaulichen und innovativen Unterricht gestalten zu können. Und diese Materialien sind zum Beispiel Chemikalien, Geräte, Molekülmodelle, Literatur, aber auch Materialien zum Stichwort Digitalisierung im Chemieunterricht, weil wir auch hier heute erfahren haben, dass das immer wichtiger wird. Und dort werden zum Beispiel Materialien gefördert wie Software oder auch Geräte zur Messwerterfassung oder auch E-Books und Ähnliches. Es gab ja jetzt dieses Jahr spezielle Fördermaßnahmen im Rahmen der Corona-Maßnahmen. Können Sie da vielleicht noch mal etwas näher drauf eingehen? Ja, und zwar, als natürlich jetzt dann die Schulen in den Distanzunterricht gingen oder auch gehen jetzt wieder, hat der Fonds da schnell reagiert und eine Reihe von Fördermaßnahmen aufgelegt. Und zwar unter anderem eine Sonderförderung zur Beschaffung von Gerätschaften für Experimente für zu Hause, sodass also dort Schulen einmalig die Gelegenheit haben, bis zu 250 Euro zu bekommen, um eben Materialien anzuschaffen für einfache Heimexperimente, wie beispielsweise Pipetten oder Gläschen, Schnappdeckelgläschen und Reagenzgläser und Ähnliches. Oder eben auch digitale Angebote, die wir erstellt haben für den Distanzunterricht. Dort haben wir zum Beispiel ein Unterrichtsmaterial auf den Markt gebracht zu Apps im Chemieunterricht. Oder eben auch eine Linkliste, wo man Links findet zu Experimenten, zu Erklärvideos, Unterrichtsmaterialien. Dieses alles findet man bei uns auf der Homepage. Die Homepage, auf die kommen wir nachher nochmal ganz kurz zu sprechen. Vielleicht nochmal zu den Fördermaßnahmen für die Schulen. Wie hoch sind denn die Förderbeträge, die beantragt werden können und können auch Förderanträge wiederholt gestellt werden? Ja, also es gibt die Anträge für die verschiedensten Schulformen, weil das, was Sie jetzt gerade ansprechen, ist eben die sogenannte Unterrichtsförderung wieder, die eben für alle Schulformen offen ist und sowohl Gymnasien als auch Grundschulen als auch Berufsschulen oder eben auch Sek 1-Schulen können hier Anträge stellen und Schulen mit einer gymnasialen Oberstufe können bis maximal 2.500 Euro bekommen. Schulen der Sekundarstufe 1, also Realschulen oder auch Gesamtschulen und Ähnliches, eben bis zu 1.500 Euro
und Grundschulen bis zu 400 Euro. Und die Anträge können als alle 2 Jahre gestellt werden und werden jederzeit entgegengenommen. Und diese Anträge, es ist also alles antragsbasiert und besteht eben aus einem Antragsformular und einem Begleitschreiben, was uns eingereicht wird. Wo findet man die ganzen Informationen, wenn man jetzt die Merkblätter benötigt oder auch die Antragsformulare? Wo kann ich mir die herunterladen? Wo kriege ich vielleicht auch nochmal Tipps und Anregungen? Genau, also das findet man alles bei uns auf der Homepage unter www.vci.fonds. Und dort findet man die Schulpartnerschaft Chemie mit all den Hintergrundinformationen zu den gesamten Förderlinien, weil eben das, was ich jetzt hier dargestellt habe, wirklich nur ein ganz kleiner Auszug ist von all dem, was wir eben für die Schulen anbieten. Ja, vielen Dank, Frau Stürmer-Häusler. Ich kann wirklich alle Zuschauerinnen und Zuschauer aus den Schulen nur ermutigen, die Förderanträge zu stellen. Sie haben wirklich sehr gute Fördermöglichkeiten gerade beschrieben. Und wer im Chemieunterricht sagt, er kann aus finanziellen Gründen nicht experimentieren, der kennt wahrscheinlich den Vor der chemischen Industrie noch nicht. Dankeschön. Zum Abschluss unserer Veranstaltung bleibt mir zu sagen, ein herzliches Dankeschön an die Gastgeber, die Pädagogische Hochschule Karlsruhe und das Lehrerfortbildungszentrum der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Wer die Beiträge nochmal nachschauen oder auch weiterempfehlen möchte, kann dies gerne tun. Alle Beiträge finden Sie auf unserer Website www.chemie.com/lehrerkongress.